So, meine Damen und Herren, willkommen bei Troll und Knochen mit mir, Niklas, auch bekannt als Knochen und Hauke. Hallo Hauke. Hauke ist gemutet. Hallo. Den Rechner an, bitte. Ich bin nicht gemutet. Da, ja, ja, bei uns. Hallo, hallo. Hallo Hauke, Troll. Oh fuck, ich muss noch schnell twittern. Hallo Knochen. Twitter. Na? Na? Oh, schön, dich mal wieder zu sehen, Hauke. Ja, du. Hallo Hauke. Hi Jens, sag mal Jens, kann ich Mittwoch bei dir pennen? Nee, Donnerstag? Wenn du nackt spielst, also pennst, wie immer. Ja, Nacktspiel. Also du weißt, unser Nacktspiel. Das wäre gut, weil ich muss am Freitag fliegen. Wohin fliegst du denn? Warte, sag's nicht, ja. Ich rate. Du fliegst Hawaii. Zu fast, nach München. Ah, fast, lame. Ja, ich dachte Österreich. Ja. Ja, wir fahren dann weiter. Aber selbstverständlich darfst du bei mir schlafen. Schön, dass du es im Stream sagst. Übrigens, wenn noch einer Lust hat, am Donnerstag bei mir zu pennen. Oh, jetzt, wo wir schon dabei sind, kann... Wieso, hä? Kann ich habe ja nicht gesagt, wo du schläfst. Jens? Oder? Ja, oh Gott. Kann Lukas Mittwoch bei dir schlafen? Ey. Der macht Regie. Mittwoch? Ich würde Nein sagen, Jens. Ich würde mich der nicht entlastet uns bei der Regie lassen. Ja, aber ey, nächste Woche Mittwoch. Ne, diese. Oh ja, Gott. Nächste. Oh Gott, ja, okay, nächste Woche geht, weil ich kann... Wollen wir eben einloggen, dann können wir weiter quatschen, während wir schon spielen. Oh, ja, ja, ja. Ich brauche auch mal Privatsphäre, das wäre echt nice. Aber ja, nächste Woche wird wahrscheinlich gehen. Die brauche ich auch nicht. Yoshi ist gerade... Kannst du auch im Badezimmer fahren. Ich habe Kaffee für dich schon gemacht, Niklas, den bringe ich dir gleich. Ich bin der Beste, ich weiß, bla bla. Okay, Hauke, wie ist der Plan? Also, erstmal muss ich mein Inventar aufräumen. Ich auch. So, Freunde, wir spielen Minecraft, wir spielen Survival Mode auf Hardcore, das heißt, wir dürfen nicht sterben. Wenn wir sterben, sind wir tot, für immer. Und die Season ist vorbei und unser Ziel ist es, den Enderdrachen zu töten. Kannst du einmal schon ins Spiel schalten, Jens, dann kann ich noch schnell erklären, während du einmal rüber huscht zu mir und mir das Käffchen bringst. Am besten auch den Rechner-Sound direkt anmachen, dann haben wir also von beiden einfach. Ja. Und, okay. Genau. Du wolltest heute schon in den Nether, meintest du, ne? Ja, allerdings stehen wir vor folgendem Problem. Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn wir vorher noch ein paar Hühner fangen, weil wir Pfeile brauchen. Ja. Und unsere Nahrungsmittelinsel da vorne sieht noch relativ mau aus, muss man zugeben. Ja, ich habe gesehen, danke, Jensi. Ich habe gesehen, unsere Rivalen, die haben eine Hühnerfarm. Aha. Aber Gino hat einen Hund umgebracht, der hieß Hauke. Stimmt. Wir können eine Schweinefarm anlegen. Schweinefarm. Die dann auch so nennen. Lustig. Ja, Jens, hast du fein gemacht. Danke. Also wir haben unseren Verzaubertisch ja fertig. Genau. So, und jetzt will ich mal wissen, kann ich wirklich aus zwei Pilzarten? Ja, Entschuldige, erzähl. Meinst du wirklich, wenn wir Pfeile haben, sind wir schon gut ausgeküpft für Nether? Nicht, dass wir da direkt... Nee, ja, wir haben halt Rüstung, wir haben unsere Rüstung verzaubert. Wir sind also damit schon mal weiter als die beiden, glaube ich. Ja, ja, aber wir haben ja nur einen Helm verzaubert bei mir. Und eine Pickaxe habe ich verzaubert. Haben wir nicht noch Diamanten? Nein, Diamanten brauchen wir auch drin. Wir haben noch drei Diamanten. Guck mal hier. Drei Diamanten. Hier, zack, zack, ich gebe dir mal Mushrooms, du. Ja, wir brauchen aber Dia-Rüstungen und wir brauchen noch, also wir brauchen Hühner und mehr Diamanten. Wir könnten uns aufteilen, damit es schneller geht. Dann würde ich zum Beispiel Hühner jagen gehen und du könntest Diamanten machen. Okay. Weil wir haben ja schon Gatter hier draußen angelegt, ne? Also so schlau waren wir ja schon. Genau. Ja, dann würde ich sagen, also ich würde es halt nicht, wir sind gerade so weit, ich würde es halt ehrlich gesagt ungern jetzt überstürzen in Nether. Lass doch heute noch eine Vorbereitungsfolge machen. Auch wenn wir so heiß waren letztes Mal, würde ich mich... Ja, da müssen wir tatsächlich auch nicht so viel machen, glaube ich. Was wollen wir denn nochmal? Ah ja, wir brauchen eigentlich nur die Materialien. Was brauchen wir denn genau? Wir brauchen die Rods, die wir schon mal gefunden haben. Wie heißen die noch? Blazing Rods? Blazing Rods, genau. Die Wofür brauchen wir die? Und wir sollten Netherwarzen farmen für für einen Tranktisch. Wobei, da brauchen wir Diamanten und so. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ich hatte mir das rausgesucht, aber heute hatte ich nicht so viel Vorbereitungszeit. Genau, dann guck ich jetzt nochmal. Ich guck so ein Fix nach. Genau. Ja. Und ich sortiere kurz schnell zu Ende und werde dann schon mal anfangen, auf Diamantsuche zu gehen. Alter, Gino, ne? Der hat, ich glaube, sechs Diamanten auf einmal gefunden, ne? Und direkt auch am Anfang. Einmal, wir haben tatsächlich in der einen Folge mehr gefunden, als wir insgesamt gefunden haben. Ja. Total lächerlich, ey. Ja, du, das Glück ist mit die Dummen. Ah, da brauchen wir nämlich auch so eine Blaze Rod für.
Aus Blaze Rods und normalen Stone macht man halt. So, was fehlt mir denn aktuell? Ich habe, glaube ich, gerade alles wirklich. Ja, ich bin ganz gut ausgerüstet, muss ich sagen. So, dann werde ich mich mal unter Tage begeben. Und ich werde heute... Haben wir drin noch Dirt? 8 Diamanten finden. Das ist mein Ziel. Ja, ein bisschen Dirt. 10 Diamanten werde ich heute finden. Ich werde jetzt erst mal Subs vorlesen, weil ihr es alle immer so toll findet. Und zwar hat einmal Royvin resubscribed für 5 Monate mit dem Kommentar: Jetzt muss das aber was werden. Dann hat Gunleader resubscribed für 3 Monate. Dr. D, The Magus hat subscribed. Chris Games hat subscribed. Vielen lieben Dank. Und am Donnerstag wird WoW gespielt. Oh. WoW gespielt. Ich hab so Sucht. So, ich bin wieder raus. Bis später. Nice. Ja, Hauke, Jens und ich, ja? Wir haben tatsächlich schon, also nach dem desaströsen Tries an den Twins, haben wir direkt Pläne für das Raid-Lead geschmiedet und haben jetzt auch eine genaue Aufstellung und morgen treffen wir uns dann nochmal und machen Taktikbesprechungen zu zweit und das wird perfekt vorbereitet sein. Wir haben extra Google Docs Dokumente, wo wir die einzelnen Taktiken reingeschrieben haben und mit Grafiken und so weiter. Damit wir halt immer eine Strategie jetzt haben, die auch funktioniert. Das ist halt wichtig. Naja, aber jetzt spielen wir erstmal Minecraft. Und da habe ich direkt Eisen gefunden. Ach, der Chino, ey. Der hat halt einmal um die Ecke gegraben und direkt 8 Diamanten oder so gefunden. Oder 20 waren es, glaube ich. Ja, 30 waren es, glaube ich, auf einmal hat er gefunden. Also wir brauchen Kühe und Hühner brauchen wir. Ja, dann mach die mal ran. Und also die Hälfte von der Folge hat Gino halt versucht, auf Obsidian rumzuhacken und ist fast an Lava gestorben und hat seinen Hund dabei umgebracht. Und die andere Hälfte hat auf einmal Diamanten gefunden. Das habe ich auch mitgekriegt, dass die beiden angefangen haben, sich anzupöbeln, wenn du schuld bist an diesem Desaster. Ja, also sorry, aber also jetzt mal ganz neutral gesehen, das war halt einfach nur richtig dumm und lächerlich von Gino. Sorry Gino, aber das muss ich mal sagen, wenn du gerade zuguckst. Ich hoffe, du hast die Folge nochmal analysiert, weil... Wir wollen dir nicht zu nahe treten, aber das war dumm und lächerlich. Ja, also ohne, dass ich dich da flame für oder so, aber es war richtig dumm und lächerlich. Also da kann man nichts anderes sagen. Ich hoffe, das hast du auch schon selbst eingesehen. So, wir nehmen mal alles mit hier, weil es gibt auch alles Levels hier, so Redstone und alles. Zacki, zacki, picki, packi, machen wir alles mit. Oh, heute bin ich ausgeschlafen und alles und da kann ich auch mal so schön viel reden. Das macht Spaß. Mir macht Reden eigentlich auch Spaß. Ja. Lecker Hühner hier. Oh, Hauke, apropos Reden. Hast du unser, wir haben heute unser Video gezeigt vom Fotoshooting. Das hat Cedric zu Ende geschnitten. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das haben wir im Briefing gezeigt vorhin. Das werden wir auch so releasen wahrscheinlich oder halt öfter auch zeigen. Und weißt du, was am tollsten war? Nee. Die Stelle, wo wir gefragt werden, neben wen du in einem Reisebus sitzen würdest. Hast du mich gesagt? Ja, natürlich. Und beide mit der gleichen Begründung. Beide halt, also wirklich so gegengeschnitten. Ja, ich habe gesagt, ja, Hauke, weil da müsste ich halt nichts sagen, so. Und dann Schnitt, ja, Niklas, weil ich glaube, der ist so genervt, der würde auch einfach die Fresse halten. Das dachte ich wirklich, ist ein gutes Argument. Ja. Ich dachte, weißt du, so Matteo, der ist nett und so, der wird halt versuchen, die Situation irgendwie besser zu machen und es dabei einfach viel schlimmer machen. Ja, alle eigentlich. Ich will eine gute Laune verbreiten, will nett sein und so. Und dann sitzt er halt und denkt sich, oh, halt einfach dein Maul, ey. Ja. Definitiv. Aber das stimmt nicht, weil ich habe Matteo genommen. Ich kenne ja Matteo schon ein bisschen länger jetzt. Also wegen aber du willst dich auch unterhalten, Jens. Ja, kommt drauf an. Wenn mit dir kann ich halt unmöglich zum Beispiel. Nee, mit dir will ich auf gar keinen Fall, also ich will auf gar keinen Fall neben Niklas sitzen. Das wäre halt so die Spaßbremse, ey, von Herrn. Ich könnte mich über keinen anderen im Bus lustig machen. Niklas würde mich die ganze Zeit angucken und so Kopf schütteln. Aber Matteo wäre einfach die ganze Zeit, solange es sein Datenvolumen ausreicht. Ach, der hat ja gar kein Datenvolumen, ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Der kann ja gar nicht im Internet surfen mit seinem fucking Handy. Der hat ja nur WLAN. Okay, willst du deine Entscheidung nochmal überlegen? Ah, fuck! Jetzt? Können wir das bitte nochmal machen, Cedric, wenn du zuschaust? Ich hätte gerne die Krake, die hinter Niklas sitzt, als Mitfahrer. Sehe ich das eigentlich falsch, dass wir super wenig Eisen haben? Ich habe noch ein bisschen was im Inventar, 22, und habe auf jeden Fall auch noch ein bisschen was gefunden. Okay, das haben wir noch. Und jetzt bin ich, ich habe ja auch nochmal Eisen gefunden gerade. Und jetzt bin ich ungefähr auf die Höhe. Und jetzt fange ich an zu... Oh, heute ist das... Ist das Glücksrad mir hold. Das Glück mir hold. Dieses Netertor direkt über Mike ist auch
Ich finde das super. Aber unser Haus ist tatsächlich auch ganz hübsch, ne? Ja, also diese Welt möchte ich ungern aus Fahrlässigkeit verlieren, muss ich sagen. Fühle mich gerade richtig zumindest so. Zumindest aus, als ob wir grundlegende Ahnung haben, was wir da tun. Sowohl habe ich mich in noch keiner von unseren Welten gefunden. Gut, es waren noch nicht so viele, aber ja, ich muss sagen, diese Welt gefällt mir bisher am besten. Ich habe auch am meisten gelernt in diesem Abschnitt. So, Freunde, und jetzt finden wir hier gleich Diamanten. Los geht's, den Vierertunnel probieren wir heute. Das klingt lustig, aber ein bisschen Cobblestone wäre auch nicht schlecht. Ich habe ein bisschen was hier, ja. Stimmt, das werfen wir immer automatisch weg, ne? Ja, also wir brauchen jetzt auch nicht viel oder so, ist mehr so. Ja. Wir haben übrigens versucht, ein Texturenpack zu installieren. Hamo hat das gestern probiert, der war gestern hier und hat ein bisschen Technik-Updates gemacht. Wir wussten aber nicht, welches. Es gibt so viele und wir haben da auch keinen Plan von. Hast du ein Texturenpack, Hauke? Okay. Ich hatte zwischendurch eins, aber dann hat mich irgendwie wieder genervt, habe ich es wieder gelassen. Ach echt? Ich dachte, das sieht dann so schön aus. Ich würde ganz gerne. Das ist ganz gut. Ich muss euch noch mal kurz unterbrechen. Und zwar haben wir noch ein paar Subscriber. Und einmal Chris Games hat subscribed. Chucky hat resubscribed für 3 Monate. Und Achtung, Gino Sockt hat resubscribed für 2 Monate mit dem Kommentar: Niklas ist scheiße. Ach, Gino. Ah, Gino, du bist ein herzensguter Mensch. Wenn du nicht gerade deine Freunde beleidigst. Genau. Auch dann. Ja, Dino, aber dafür werde ich wahrscheinlich heute nicht so viele Diamanten finden wie du. Du hattest ja jetzt schon irgendwie 8. Der erste Tunnel, den mache ich einen 4er. Und dann finden wir irgendwann Lava. Und dann mache ich das System, was ihr mir vorgeschlagen habt. Ich bin nämlich der effizienteste Diamantenminer ohne Glück, aber dafür effizient. Das Sand. Wieso ist hier denn Sand auf der Höhe? Was hat das denn hier zu suchen? Und Kühe brauchen wir auch bald mal. Kühe? Ja, wegen dem Leder für die ganzen Bücher. Wegen des Leders? Hier unten in Kühe, wir haben die bis jetzt aber immer nicht besonders nachhaltig behandelt. Also, um es mal klar zu sagen, wir haben die geschlachtet. Ja, stimmt. Dabei habe ich eine Kuhfarm angelegt. Also das Gatter zumindest. Auf der linken Seite vom Haus. Weißt du? Da habe ich ja schon einen Zaun. Ja, ich weiß, die Gatter sind auch beide nicht weiter ausgebaut. Also. Ist auch ganz witzig, dass unser komplettes Haushalt so auf Wasser steht, ne? Ich habe eine Höhle. Mit Lava. Ja. Das war's. Könnt ihr Tiere nach Matteo und Gino benennen und opfern? Könnten wir. Wir würden aber niemals tun. Dafür sind wir einfach zu nett. Ja. Vor allem ich. Ich bin der netteste Mensch der Welt. Ist so. Blöden Pilze, ne? Da kann man sich halt viel Pilzstu draus machen, aber der stackt nicht. Das ist halt echt ziemlich beschissen von dem Zeug. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Du hast mir 2 zugeworfen und ich habe direkt versucht zu stacken. So, hä? Da muss ja, das jetzt aber viel Hunger wegmachen, so damit sich das lohnt für uns. So, ich habe Hühnchen ehrlich gesagt noch gar keine gesehen. Ja, Hühnchen spawnen. Ich dachte, ein hühnreiches Gebiet, in dem wir hier leben. Ja, aber dafür haben wir richtig viele Kühe gehabt. Die haben alle nur geschlachtet. So, ich setze mich einfach mal ins Boot und fahre mal kurz ein bisschen weg und guck mal, ob ich auch einen Hund finde. Wasser ist mir noch immer halbwegs sicher. Nee, erstmal sollte ich mir Fackeln holen. Da vorne. Oh, da sind Schafe auf der Insel. Ja, wir haben noch eine Schafinsel, genau. Die haben wir beim letzten Mal noch ausgeleuchtet. Die brauchen wir gar nicht eigentlich, ne? Also wir bauen ja eh keine Betten. Das weiß ich nicht. Wir brauchen was anderes brauchen. Das kann ich hier nicht beantworten. Schön XP-Farm, damit wir schön enchanten können. Diamant, wir suchen Diamant. Ist das schon Bogen? Nee. Okay, ich habe genug, kann ich gleich einbauen. Aber ein Pfeil.
finde alles, was wir nicht brauchen. Nice. Was sagt denn der Chat dazu zu meiner Höhe? Ich finde die ganz gut. Ich glaube, ich bin jetzt so 8 über dem Boden. Circa. Doch, und zwar der Chat sagt, du sollst auf Ebene 6 bis 12 nach Diamanten farmen. Weiter oben kommen die nämlich nicht mehr vor. Dann bin ich doch gut. Ansonsten, nee. Nix. Es geht wieder los mit 00x00x00. Das mache ich ja doch gerade, oder? Ich mache halt erstmal jetzt diesen Eingang. Du sollst übrigens deine Fackel in die andere Hand nehmen, das ist effektiver. Stimmt, ja, stimmt. Sorry. Hatten wir schon das Thema. Habe ich nicht dran gedacht gerade. So, gehen wir mal einen runter. Ist irgendwo ein einziges. Da ist ein Huhn! Bock, bock, bock. Redstone. Oh, ich finde so viel Redstone gerade. Würden wir irgendwas damit anfangen? War genug. Mitnehmen, ne? Wegen EP und so. Ja, ich nehme alles mit. Und dann kann man daraus Tränke brauen später. Tränke aus Redstone? Soll ich gegen den kämpfen? Nee. Also ich bin nicht halt beim Wasser. Nee, kämpf gegen niemanden. Bitte. Bei dem du nicht sicher bist. Problem ist, der ist halt bei den zweiten Huten, das ich gerne hätte. Gegen wen willst du denn kämpfen? Ein Enderman. Nein, Hauke, auf keinen Fall wirst du gegen diesen Enderman kämpfen. Jetzt gibt es richtig einen auf den Deckel. Fuck, ich habe kein Holz mit. Wo ist mein Boot? Ich muss zurück. Nee, muss ich. Oder doch? Ah, ich kann keine Workbench bauen, ich Idiot. Kann dir auch was bringen. Nee, ich komme zurück, dann hast du mein Eisen. Ah, das war jetzt richtig dumm. Hätte ich doch einfach nur ein bisschen Holz. Okay, wie viel gibt denn das Mushrooms-Tool? Okay, es gibt nur 3 und stackt nicht. Das ist, ja, das ist echt ein ziemliches Kackzeug. Richtiges Kackzeug. Du bleib mal auf der Schafinsel. Jeder hat seinen Platz im Leben. Und Huhn, komm mal mit. Folg mir. Gut, folg mir Huhn. Eine Treppe. Unsinnige Huhn, jetzt komm! Eine Treppe, die ist schön. So. Hühnchen, komm. Lecker Körner. Die Leute sagen, du sollst deine Dia-Pickaxe verwenden. Nee, auf keinen Fall. Doch, die können wir doch jetzt reparieren. Nimm die einfach, es geht viel schneller. Okay. Passt. Und wenn die wirklich so kaputt ist, dass sie sonst kaputt geht, dann reparieren, dann kannst du immer noch umsteigen. Und dann reparieren wir die. Na gut. Schade, dass man Hühner nicht mit ins Boot laden kann. Ich soll die wirklich benutzen? Okay. Ich komme trotzdem einmal hoch, oh, ist gerade Nacht. Hühnchen, komm. Ja, sehr gut. Machst du das? Komm. Ich lasse dir mal Cobblestone ein bisschen hier, weil du meinst ja, das haben wir gerade nicht. Da bist du ja. Hinten Boot stehen lassen. Das ging nicht anders. Das kannst du abholen. Ja, kann ich auch machen. Okay, für mich. Wir müssen den Enderman eigentlich killen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, aber jetzt? Ja, wir brauchen die Enderperlen später und wir begegnen den halt nicht endlos. Lass den mal killen. Ich bringe das Huhn ins Gehege und dann. Wir rennen sofort zum Wasser und springen ins Wasser. Dann steht der dumm am Rand und versucht uns zu killen. Und wir hauen ihm die. Okay, wie kann der uns angreifen? Mit Hits? Also mit Melee-Hits? Ja, nur mit Hits, genau. Okay, was sagt der Chat? Ja, Enderman oder nein, zu weak? Wie sagt der Chat ja jetzt? Nee, der Chat ist ja, der hat der Ahnung. Ja, der Chat sagt. Wir haben komplette Eisenrüstung, nicht krass verzaubert, aber schon ein bisschen verzaubert. Do it. Einer sagt, oh no, Spalten, ja, na klar, do it, ja. Ja, aber ich bringe erst das Huhn ins Trockene. Okay,
Wir versuchen es. Ich werde auch mein Bestes geben, aber ich habe ein bisschen Schiss. Hühnchen. Das sage ich euch gleich mal. Hühnchen. Also, Mili, wenn er trifft, dann teleportiert er sich hinter einen und macht einen Hit, oder? Ja, irgendwie so ungefähr. Chat, kannst du uns bitte einmal die Mechanik vom Enderman erklären? Wie wir gegen ihn kämpfen am besten? So. Steaks. Zack. Und kann ja doch in das Boot. Guck mal. Wie dumm sieht das denn aus? Ich ist Hühner Express. So, wie sieht's aus, lieber Chat? Wo ist denn der Enderman überhaupt, Hauke? Ja, da drüben also, habe ich erst das. Dazu ist gerade viel wichtiger. Auf jeden Fall Schild. Nicht ins Gesicht schauen beim Schlagen. Sind wir jetzt gefangen in dem Boot? Also genau, nicht ins Gesicht schauen, auch nicht, also auch beim Schlagen nicht ins Gesicht schauen, immer auf die Füße. Okay. Immer auf die Füße hauen, sozusagen. Immer auf die Füße hauen, Hauke. Hörst ja, du zu? Aber könnt ihr mir mal helfen, Chat? Hier ist ein Huhn im Boot. Da sitzt es fest. Hier ist es anhört. Wo bist du denn? Ja, ich hab's schon. Ich hab's einfach kaputt gemacht, das Boot. Ja, aber jetzt kommt das Huhn jetzt? Machst du jetzt eine Hühnerfarm? Ja. Ich dachte, wir machen eine Kuhfarm. Das Huhn hat gerade ein Ei in das Boot gelegt. Wir sollten einfach unendlich Hühner bauen, Boote bauen und da die Hühner einsperren. Ork! Ja, komm! Also hier schreibt einer, das ist wahrscheinlich, das hört sich nach einer guten Taktik an, der Enderman ist 3 Klötze hoch. Wenn man sich unter einen Klotz stellt, kann er dort nicht mehr hin. Er hat halt auch so wenig Leben, man geht halt einfach hin und prügelt den. Oder man baut 3 Klötze aufeinander. Ja, hat man ja beim letzten Mal gesehen, wie einfach das war, Hucke. Es hat noch kein Enderman gekillt. So. Hallo, Huhn! Hallo! Hast du gerade gesagt, dich hat noch kein Enderman gekillt? Enderman, oh. Ja. Der erste Enderman, den du gesehen hast, den wolltest du direkt bekämpfen und der hat uns beide getötet. Jetzt kommt's. In Season 2, damals. Nein? Komm rein jetzt, du dickes Schubst Huhn. Schubst es ein bisschen. Nicht hauen. Rein mit dir. Na gut, reicht. Und schnell rein, raus und zu. So, komm. So, und sobald dein Baby erwachsen ist, könnt ihr ein bisschen korpulieren. Wir gehen jetzt den Enderman kämpfen. Muss ich ein Boot haben? Nö, das ist hier vorne. Hier war der eben, der ist bestimmt schon weg. Ist er? Also hier rannte der eben rum. Hühner! Unmengen Hühner! Ja, dann gehe ich jetzt wieder runter. Muss ich jetzt auch Lava? Ja, okay, ich hole die Hühner. Der ist weg. Lame. Lame Enderman. Bitte komm einfach mit. Komplett den Weg, das wäre geil. Sparen wir uns den ganzen Stress. Brauchen halt leider die Hühner so dringend, weil wir die Federn brauchen für Pfeile. Pfeile. Eine Hunderfest. So, hier geht's weiter jetzt. So. Die Hühnerviecher, wollen wir mal weiter jetzt? Da vorne sind noch mehr. Vielleicht kann ich alle 4 holen. Okay, hier geht's doch nicht weiter. Hühnchen! Ach, weil da eine Fackel ist. Hühnchen, kommt. Ja, schön hier rüber, kommt. Affirmative. Okay, schon 3 Hühner. Folgt mir. Du auch. Komm mit. Boah, 4 Hühner? Du hast es ja gerade fertig aus. Ja, du. Die ziehen hier in so einer Karawane hinterher. Leider passen die nicht alle in mein Boot, glaube ich. Kommt, ja, kommt. Ja, kommt rein, ja, sehr gut, ja. Schnell raus, ha.
Und noch ein Ei werfen? Oh, oh, ich habe mich selbst im Ei abgeworfen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber... Boah. So, jetzt brauche ich noch ein paar Samen und dann können wir unsere Hühnermenge multiplizieren. Um ein Vielfaches. So ein Diamond-Axe ist schon was Schönes, ey. Pickaxe. Das geht echt super schnell. Muss nur die richtigen Sachen finden. Zum Beispiel kein Gold. Das wäre schön. Aber Gold nehmen wir mit. Oh, das ist ein Skelett. Kriege ich noch XP dafür? Ja. Cool. Schweine droppen kein Leder, ne? Wer? Schweine droppen, glaube ich, kein Leder, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht weiß der Chat das. Droppen Schweine Leder? Nein, aus einfach. Was? Musst auch, wenn du reden willst, Jens. Hier ist eine Mine, die wir noch nicht gefunden haben. Ich glaube, wir haben aber noch nicht so viele Minen gescoutet. Direkt vor unserem Haus, meine ich. Man geht ja, um so eine Ecke und da ist die. Wir sind auf die Insel gegangen und dann war es das quasi. Hühnchen, Hühnchen, komm. Ja, ja, sehr gut, freut mich. Ich glaube, ich werde niemals Diamanten. Das arme Hühnchen folgt mir wirklich. Ja, ja, komm in ein besseres Leben. Zu den anderen Hühnern. Komm rein. Und Korn aus der Hand. Und Tür zu. Der Chat sagt nur Pferde und Kühe. Pferde auch? Den nehmen wir mit. So. Wir haben schon eine ganze Menge Hühner. Nice. 10 Stück oder so. So, jetzt brauche ich aber mal Korn. Irgendeins müsste jetzt mal so hoch wachsen, dass ich es ernten kann. Die Möhren sind soweit. Ich muss mein Boot wieder abholen. Ich glaube, das reicht jetzt auch an Hühnern. So, die multiplizieren wir ja quasi miteinander. Brauchen wir noch viel Eisen? Ja, komm, Eisen nehmen wir auch mal mit. Eisen können wir für richtig viel gebrauchen, das lohnt sich immer. So, was können wir denn überhaupt noch gebrauchen? Oh, da liegt ja auch noch ein Boot. Ach, das können wir auch so mitnehmen. Ah, stimmt. Ah. Gold, ich finde halt alles. War halt auch normal, ne? Ist normal? Schon normal, dass man Diamanten findet, ne? Ein bisschen die Idee. Wenn ich irgendwas falsch mache, lieber Chat, dann sag das bitte. Beziehungsweise Verbesserungsvorschläge. Immer ich skippe halt gerade mit Absicht eigentlich so ziemlich alles. Außer eben dem blauen Stein, Gold und Eisen. Weil ich hab's ja auf Diamant gerade abgesehen. Nur der bringt uns gerade wirklich weiter. Und von allem anders, besonders Redstone haben wir sehr viel. Den blauen Stein haben wir auch immer mehr. Oh, da ist ja der erste. Schön. So, mal sehen. Diamant? Ja, ja. Aber ich glaube nur einer. Nee, zwei. Wie kann ich nicht tragen? Ja, ich habe doch schon Diamanten gefunden. Zwei. Ja, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Okay, es waren nur zwei. Aber halt zwei. Ich guck mal, ob da rum noch irgendwo was liegt. Ich bin schon ziemlich weit von unserer Base weg. Ja, jetzt mach immer sicher. Immer sicher, immer sicher. Wir brauchen halt mal Melonen. Sonst, wie breit muss man um Diamanten rumgraben, um zu sehen, ob da noch einer ist? Ja, so weiß ich nicht. Ein weiter, meint Jens.
kannst auch gerne dein Mikrofon benutzen, Jens. Dann hören die anderen dich auch, wenn du was sagst. Gut. Dann geht's weiter. Die Hörer gut. Ist das die gleiche Höhe? Das noch, das muss man drücken, F2 und A oder so, ne? Dann lädt er die Chunks neu. Ja. Nee, das ist ein Screenshot. Das weiß der Chat-Abschnitt. F5 und A, ich weiß nicht, aber ich habe wieder so, dass der nicht alles lädt. Das weiß ich nicht. Da musst du den Chat fragen. Habe ich ja gerade. Jolt, nimm mit. Ich fahr einfach mal wieder nach Hause. Chat sagt F3 plus A. Keine Ahnung, was das okay ist. Das ist, dann lädt er den Chunk neu oder zumindest lädt halt so die Werke um einen rum neu. Und wenn das irgendwie aus Backgründen nicht vernünftig geladen war, kann man das drücken und dann lädt er das. Wenn man zum Beispiel den anderen nicht sieht, das Model oder was? Ja, oder weiß nicht, ich habe das zum Beispiel oft, dass ich jetzt hier bin ich auf dem Meer und der lädt halt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Oh, jetzt muss ich wieder nach Hause. Und dann sehe ich zum Beispiel halt, Flötze, die ich vorher gesehen habe, in normaler Entfernung sehe ich dann einfach nicht. Mhm. Erkennen war ein Grund. Muss man auch echt dringend mal einen Rechner holen. Ah, Trollenknochen ist immer so ein entspanntes Format für zum Regie machen. Ich weiß gar nicht, was, das ist echt so angenehm. Das ist wie so. Oh, Diamant. Oh, 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 das ist ein dicker Ader. Oh, oh, oh. Jetzt geht's. Oh, 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 Hauke. Daumen drücken. Jetzt geht's los. Oh, guck mal, los, das geht noch weiter. Hi, ja, 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 ja. Oh. Mm, da haben wir den Gino gepult. Den Gino gepult, sag mal. Das war ein Einmal restarten, das nervt gerade echt. Was, restarten? Ja, geht ja schnell. Mit diesem, mit der Grafik. Habe ich Metallboote, mit denen ich in Lava fahren kann? Metallboote? Du hast eigentlich das Metall hingetan, du warst doch eben hier, oder? Oh, fuck. Ich, oh, in die Öfen habe ich was getan. Ich habe auf jeden Fall was in die Öfen getan. Ja, ich hab's schon. Sollte ein bisschen was sein. So, das war's aber auch. War aber eine großzügige Ader auch, muss man jetzt sagen. Auch, ne? Kann ich mal eben meine Schaufel reparieren. So, hier ist noch Eisen. Zack. So. Hm, hm, hm. Und weiter geht's. Ach so, in die. Ach, Idiot. Weiter jetzt. So, was haben wir denn jetzt schon? 10 habe ich schon. Ich habe mein Tagesziel schon erreicht, Hauke. Egal. Okay, ich mache 20 draus. Und dann equippen wir uns. Und dann sind wir ready as fuck. Und dann sterben wir am ersten Mob im Nether. Nein! Oh Mann, die Hühner! Wie sowas passiert? Hauen die ab? Die Hühner sind ausgebrochen, ja. Oh nein. Und ich habe kein Zeug mehr, um die wieder hinzulocken. Dämliche Kackviecher, ey. Ja, du musst die Hühner nicht gerade. Ja, wenn ich nicht gerade dringend Hühner bräuchte, wären die jetzt die ersten Kollegen, die ihre Federn lassen müssten. Geh rein, ja, ein Scheißdinger. So, was habt ihr jetzt davon? Darin versauern. Das ist unsere Felder, die wollen irgendwie nicht so richtig. Unsere was? Unsere Felder. Hm. Ist das, was ich gepflanzt habe, eigentlich gewachsen? Nee, auch nicht so richtig. Ein bisschen vielleicht. Hm. Aber meine Möhren sind gewachsen. Jojo, das ist okay. Gewohnt.
Ich habe einen Vorschlag für den 25-Stunden-Stream. Sollen wir den machen? Ich habe es mir notiert, das muss ich nochmal schreiben. Wir haben schon einen Termin jetzt für unsere Kochstrafe übrigens. Das stimmt. Und zwar in der Woche, wo Matteo wieder da ist, also vom 19. bis 24. oder so, den, was hat man gesagt? Den Donnerstag, oder? Schon. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist ein Mittwoch. Oder Mittwoch, ich bin mir gar nicht sicher. Und für den 25-Stunden-Stream habe ich auch Anfang März, glaube ich, einen Vorschlag. Den werde ich denen auch mal vortragen. Ist eigentlich noch, wenn wir diese Season verlieren, dann müssen wir ein Pen and Paper machen, ne? Ein Event. Oh nein! Muss ich das dann eigentlich leiten? Nö. Aber wir machen eins dann. Nicht viel lustiger, wenn Gino leitet? Oh Gott, das wäre... Oh Gott. Ja, keine Panik, Jens. Alles gut. Wenn Gino das leiten würde... Gerade fast gestorben? Wenn Gino das leiten würde, das wäre schon sehr amüsant, to be honest. Das wäre schon... Ja, aber ich glaube, der überrascht uns dann alle. Ist halt Gino kein dummer Typ, so, ne? Der ist nicht um den Kopf gefallen. Ist er auch nicht. Ja, aber der kann das nicht. So, lieber Chat, könnt ihr mir nochmal das Muster sagen? Wie war das? 0, x, x, 0, oder? Zwei Blöcke überspringe ich. Korrekt? Ja. Sicher? Ja. Okay, ich vertraue dir. Ich verstehe. Was ich nicht mag, diese blöden Bäume, die nicht einfach nur gerade hoch ein Baum sind, sondern wo dann hier noch Holz ist und da noch Holz. Man muss alles finden und wegmachen. So, ich müsste jetzt Kühe finden. Aber Kühe waren noch reichlich bei uns. Ja, aber ich brauche halt Getreide, um die anzulocken. Und wir haben kein Getreide. Und ich weiß nicht, ich finde auch keine Skelette. Gar nicht. Ich kann mal ein bisschen, ich laufe mal vorsichtig ein bisschen ins Dunkle und guck mal, ob ich ein Skelett finde. Oh, das gefällt mir nicht. Was war das? Mal vorlehnen. Das war mein Stuhl. Ich lehne mich gerade vor, weil ich genau hingucken will. Das war ein Quietschemonster. Ein Stück. Oh Mann. Okay, das ist mir zu gefährlich. Oh, ich kann nicht. Kommt jetzt nach oder nicht? Nee. So, muss ich mal kurz hier so. Kohle auch mitnehmen, ne? Oh, ich habe so viel Kohle schon. Ja, aber die EP. Ja, okay, aber die ist mir gerade halt echt dringend zum Verzaubern, weil hier war halt grade, Monster killen. Ja, ja, aber hier ist gerade Lava. Die mache ich jetzt nicht, die Kohle. Ich habe gerade nämlich um die Lava rumgebaut. Ich will ja Diamanten finden. Mich nicht hier mit diesen Redstone-Socks und so auf. Aber ich habe nichts, um sie anzulocken. Es gibt doch, glaube ich, auch, ich habe es noch nie gesehen, aber es gibt, glaube ich, auch so Pilzbiotope, wo richtig so auch Pilzkühe sind und so. Pilzsuppe. Glaube ich. Ich habe bisher nur das gesehen, was wir auch gesehen haben zusammen. Und die beiden. Ja, der Pilz ist außergewöhnlich hässlich, muss ich zugeben.
soll dir sagen, das ist keine Axt. Hä? Hä? Das ist keine Ex, keine Ahnung. Ich? Weil du ein paar Mal jetzt schon Blabla-Ex gesagt hast, du meinst aber Pick-Ex. Ja, aber das, wann habe ich das? Das war das ist schon eine Stunde her. Dass ich keine das Ahnung, der Shit. Ja, das ist tatsächlich ewig her. Vielleicht ist da jemand, der nachguckt oder so. Das geht doch gar nicht. Stimmt, doch geht, wenn man theoretisch ganz lange laggt. Sagt der Chat, reparieren. Ja, darf ich die nicht ganz kaputt machen? Nee, deine Diamond, nee, warum? Ist doch Quatsch. Dann musst du 3 Diamonds investieren. Mit einem Diamond kannst du sie reparieren. Ja, die darf nicht ganz kaputt gehen, oder was? Nee. Ja, dann mache ich die halt kurz, bevor sie ganz kaputt ist. Und dann gehe ich sie reparieren. Wie repariere ich denn? Was muss ich reintun, um einen Bogen zu reparieren? Holz ist es nicht. Sticks sind es nicht. Was muss denn da rein, um einen Bogen zu reparieren? I don't know, man. I don't know. Darf ich mal hin? Man braucht einen Diamant, um eine Diamant-Pickaxe zu reparieren. Sehr Wucher, ey. Ja, du lötest einfach den neuen Diamanten da an die ran, so, ne? Spucke und Kaugummi drauf, passt schon. Weg mit dir, Cobblestone. Mit 1/4 Haltbarkeit kann man etwa noch 400 Blöcke graben, soll ich dir sagen. Aha. Okay, mir ist gerade vielleicht was richtig Dummes passiert und ich wusste nicht, dass das passieren kann. Aber du stirbst nicht, oder? Nee, vielleicht habe ich den Stein unter unserem Amboss weggemacht und ich wusste nicht, dass der Amboss dann runterfällt. Und da unter unserer gesamten Zuhause nun mal leider Wasser ist, ist der jetzt vielleicht auf dem Meeresgrund? Das ist aber schon sehr witzig. Ja, vor allem jetzt den Moment, als mir klar wurde, was gerade passiert ist. Und ich habe das so dunkel, dass ich den halt nicht sehe da unten. Hätte ich gerne deinen Gesichtsausdruck. Kann ich irgendwie unter Wasser leuchten? Ist er doch, oder? Oh, ich ertrinke. Schnell! Nee. Hör auf damit. Alles gut. Du, überhaupt nichts passiert, Niklas. Mach dir keinen Kopf. Den Amboss wieder aufgestellt. So, zack. Wie weit muss ich denn? Wenn du nach Hause kommst, du wirst gar nicht merken, dass irgendwas passiert ist. Ja, das ist unser Zuhause ein bisschen zu klein. Ich würde eigentlich gerne mal einen vernünftigen Lagerraum anlegen. Wobei brauchen wir auch nicht, für sowas ist hier keine Zeit. Oh weh, die Happy-Happy-Ecke. So, zack, zack. Was ist unser Tagesziel? Wollen wir eigentlich noch was enchanten, bevor wir in den Nether gehen? Ja, auf jeden Fall. Also unser Tagesziel ist in den Nether, dann wäre eigentlich natürlich am geilsten, wenn wir noch eine Blaze Rod daraus holen und uns ein Brewing Table bauen können. Das wäre geil. Ja, okay, dann lass Tränke uns sagen, und so. Wir farmen noch 20 Minuten, also bis halb, und dann equippen wir uns. Okay. Und Punkt halb, treffen wir uns oben und equippen wir uns. Alles klar. Aufpassen, nicht, dass ich hier zu weit farme mit der Pickaxe. Mit der Axe, Entschuldigung, das ist eine Axe. Ich werde das Gatter davor bauen, das nervt einfach, dass man immer Angst haben muss, dass die da eventuell rausflutschen, die kleinen Scheißer. Müssen wir vielleicht höhere Zäune bauen?
Nee, das Problem ist, dass wenn ich aufmache, die dann da rausrutschen. So. Dann müssen wir vielleicht zuerst eine Erhöhung bauen und den Zaun und das Gatter da drauf. Weißt du? Kannst du mir folgen? Ja. Oder einfach ein zweites Gatter, ne? Ja, stimmt. Zwei Schleusen. Ja. Einfach eine Schleuse reicht ja auch dicke für beide zusammen. Das ist eine gute Idee. So mache ich das. So, hier war nichts mehr drin, ne? Nee. Ganz raus. Da. Lustig, dass hier nur eine Tür drin ist. In unserer, vor unserer Mine. Hallo. Ich habe noch keine zweite Stimme, die kann ich mal einbauen. So, hallo. Der Amboss ist ja wieder da. Ist ja schön. Tür. Gut. Zack, zack. Was muss ich jetzt tun, Freunde? Muss ich jetzt einen Diamanten da rein tun? Hallo? Denke schon. Ja, dann steht da doch, dass das Ding repariert wird und, oder was genau dann passiert. Steht da doch. Boah, krass. Die gibt er nur. Das repariert die gar nicht komplett. Ja, das steht da vorher, wie weit das die repariert. Nur ein Viertel oder so. Ja, dann musst du wahrscheinlich mehr reintun, um die komplett zu reparieren. Das ist natürlich blöd. Das lohnt sich ja gar nicht dann. Okay, dann nicht. Dann würde ich ja lieber mit Eisenpickaxes weiterfarmen jetzt. Oder? Was sagt ihr, Chat? Also ich würde die reparieren, weil im Endeffekt, das ist wie beim Farmen, je schneller man was tötet, desto mehr XP bekommt man pro Zeit. Also eigentlich ist es wahrscheinlich effektiver, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du schneller vorankommst und dadurch wieder neue Diamanten findest, höher ist. Da müssen wir jetzt, also ich könnte die jetzt komplett reparieren mit 3 Diamanten, dann hätten wir noch 7 aktuell. Dann müssen wir noch eine Ader finden heute. Ja, komm, YOLO. Ich entscheide es jetzt. Das sind meine Ressourcen. Unsere Hauke. Oh, wir haben jetzt noch 10 Diamanten. 3 waren noch da. So. Ich habe Eisen gefunden. Das tue ich in die Öfen. Jetzt sagt der Chat auf einmal, nee, ist doch zu teuer. Ja, jetzt zu spät. Jetzt haben wir die Entscheidung getroffen. Ey, was ist los mit euch, man Chat? Man muss auch mal wagen, ja? Ja. Man muss auch mal investieren und immer ist ein gewisses Risiko dabei. Ups, ich habe aus Versehen Huhn im falschen Gehege gespawnt. Naja. Aber manchmal muss man auch mal wagen. Erst sagt der Chat die ganze Zeit, ihr müsst es unbedingt reparieren. Die geht kaputt und dann, wenn wir die reparieren sollen, dann ist es auch nicht richtig. Da weiß der Chat auch manchmal nicht, ne? Nee. Der Chat ist manchmal wie eine Socke mit Loch. Oder habe ich subtil... Sieht die trotzdem an, aber ist kalt am Fuß. Da habe ich subtil erwähnt, dass wir nur eine Tür in der Mine haben und direkt sind 2 dran. Ja, du. Eine Aufgaben. Aber warte mal, mit 3 Diamanten machen wir dann eine neue Pickaxe, oder nicht? Ja. Und ich habe jetzt die repariert und die ist nicht komplett voll. Dann war es auf jeden Fall... Hat die einen Enchant? Nö. Dann haben wir auf jeden Fall was verschwendet. Ja, aber haben wir daraus gelernt, dass es Verschwendung war. Also. Ja. Lehrgeld bezahlt. Vielleicht können wir noch irgendwas schlauer machen beim nächsten Mal. Was denn da? Vielleicht ist hier ein Minecraft-Profi. Oh, hier ist ein dicker Zombie. Ein dicker? Das ist ein Troll, heißen die, glaube ich, ne? Ach ja, der Chat meint jetzt, dass du sie nur verwenden sollst, wenn, also beziehungsweise reparieren sollst, wenn sie bereits verzaubert ist. Okay. Beim nächsten Mal. Nächster. So. Erst mal eine Viertelstunde. Schaffst du nicht, du bist kacke. Ich finde noch welche. Nur Muku soll mitkommen. Und Creeper, du auch nicht. Welche? Muku, komm. Noch jemanden.
Sagen sie auf einmal, du sollst doch die Eisenpickaxe nehmen. Nö, also jetzt könnt ihr mich mal. Jetzt nehme ich die. Ich fände aber nicht die Diamanten so doll. Bitte? Hallo, komm mit. Auko, was sagst du denn dazu? Ich bin halt echt Eisen. Mega schnell mit dieser Pickaxe. Deswegen, also ich bin immer für Fast Progress, More XP, ist effektiver als Slow und keine Ahnung. Seine Ressourcen holen. Ja, aber wenn er mehr XP hat, dann kann er auch einfach, theoretisch kannst du dir dann auch Efficiency auf eine Eisenpickaxe machen und die immer wieder reparieren. So, Verzauberung. Dafür muss diese verfickte Kuh aber mal mitkommen. Okay. Oh, seht ihr, Freunde? Das zahlt sich immer aus. Seht ihr? Die Kuh, das ist deine letzte Chance. Wenn du noch einmal aufhörst, mir zu folgen, dann war's das. Dann bist du der Ledereinband für meinen nächsten Bücherschrank. Guckt mal. Oho. Oho. Komm rein, Muku, komm rein. Oh, ist fein. So, und jetzt bleibt sie drin. Das war's mit Freiheit. Aber Honke, lass mich frei. Nein. Hauke. Richtig viele gefunden. Ja. So, das war. Ach, da oben könnte noch einer sein. Nee. Das war's. Eins. Kann man die tragen? Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Diamanten. Sehr schön. Alter. Nice. Schon gelohnt, deine Taktik. Mhm. Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Okay, ich habe überhaupt keine Zeit für so einen Quatsch. Komm jetzt. Hat irgendjemand einen Tipp, was man dann machen muss, wenn die einem irgendwie nicht konstant folgen, sondern immer wieder aufhören? Vielleicht kann man noch was besser machen. Ja, irgendwas kann man da bestimmt machen. Da gibt es bestimmt einen smarten Trick, aber ich kenne ihn nicht. Was sagt denn der Chat zu den ganzen Diamanten, die ich gerade gefunden habe? Matteo beschwert sich lautstark. Hä, hey, aber meine Strategie ist ja auch einfach gut. Die habe ich ja auch vom Chat. Wenn die das halt auch so schlau machen würden, dann würden die auch Diamanten finden. Und nicht nur eine Fuhre. Durch Lack, sondern halt effizient hier mehrere auch. Der Zombie ist schneller als die Kuh. Der Zombie ist schneller, jeder ist schneller als die Kuh. Aber die müssen doch ungefähr auch beide Hunger haben und deswegen. Der Dino ist schneller als die Kuh. Und schmerzt mich schon, das zu sagen. Das heißt, das tut der Kuh aber unrecht. Ja, ist ja leider. Rein, Kuh, komm rein. Ja, sehr gut, sehr gut. Komm, komm, komm. So, zack, Tür zu. Zwei Kühe haben wir. Wir brauchen jetzt echt dringend mal Getreide. Irgendwie müssen wir jetzt mal. Hast du nicht irgendwie mal ein Skelett umgenietet oder so? Ja, aber wir haben kein Knochenmehl gefunden. Vielleicht haben wir noch Knochen. Aus denen ja, machst du halt Knochenmehl. Ich glaube, ein paar Knochen liegen irgendwo in den Truhen. Musst du mal reinschauen. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ach, da hat ein Huhn ein Ei gelegt. Das muss ich mitnehmen. Ich habe noch nie gesehen, wie aus einem Ei was droppt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal das gehabt. Also in dem Hühnergatter bestimmt schon 3-4 Mal. Du immer meine Drop-Chance, die du abfarmst. Nix. Ich krieg immer nur die nix. Nee, 2 Federn hätte ich, aber 3 Federn. Ja, leider, liebe Hühner, ist bald, ich würde mal sagen, die erste Ernte angesagt. Also, oh, ich will aber dabei sein. Will niemand machen, aber die besten Eierleger verschone ich mit höherer Wahrscheinlichkeit. In 12 Minuten bin ich oben.
Okay, Holz haben wir jetzt oben jede Menge. Kannst du einfach holen, dann brauchst du erstmal nicht mehr so. Also nimm einfach immer einen 64er-Stack gleich mit. Ja, Holz sollte man wirklich immer dabei haben. So, ich lasse es jetzt alles mal links liegen hier. Außer die blauen Steine, die brauchen wir. Es gibt jetzt noch eine Kiste, wo das ganze Essen drin ist. Wenn du Gold in ein Teil tust, musst du unbedingt vorher den anderen Kram da rausnehmen. Also sonst fängt das nicht an zu produzieren. Oh, okay. Habe ich einfach einen Fehler. Also weiß ich ja. Habe ich einfach einen Fehler gemacht. Habe ich nicht drauf geachtet. Graben. Ja, komm, da ist bestimmt noch was. So. Wir brauchen jetzt unbedingt entweder Knochenmehl oder Dingsenbumsens. Dingsenbumsens? Wheat. Dingsenbumsens. In die Wege hübsch. Stört mich, ne? Wenn man in so einem Haus wohnt, das aussieht, als ob da die letzten Luden hausen. Okay. Mhm. In WoW, ne? Mhm. Was hast du da genau geradet? Alles? Das habe ich noch immer nicht genau gecheckt. Damals, ich habe eigentlich nur, Classic habe ich fast nur Akku so gut wie ausgelassen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber das habe ich einfach fast nicht geradet. Warst du in Naxxramas? Ja, später dann. Also ja, ich war in Naxxramas. Bis wohin? Kann dann auch mal clear, aber das kann sehr gut sein, dass ich das vermische mit, als man dann später das machen konnte. Also was wir auf jeden Fall, also wir haben diesen, ich weiß die Namen nicht mehr. Nee, wir klärten das damals nicht. Fast wir hatten es damals auch nicht clear. Wir hatten, warte mal, wir waren in diesem Flügel, wo, wie heißt denn dieser Typ, der immer im Kreis läuft, nachdem diese Twins kommen, wo man mit den Polarisierungen das machen musste. Thaddeus. Ja, genau. Nee, Thaddeus sind doch zwei Typen. Thaddeus war mit der Polarisierung. So, nee, ist nur ein Typ, stimmt. Ja, ich glaube, da ist dann so, wenn ich mich richtig erinnere, war da so langsam Schluss. Ja. Hagen Dance und so, das haben wir alles gemacht. Thaddeus war auch echt schwer. Four Horsemen, da habe ich mein Trauma gelassen. Oh, Freunde. Es ist Four Horsemen, weiß ich, die haben wir, glaube ich, auch später gemacht. Ich weiß einfach über Akku so gut wie gar nichts. Freunde, wir haben auf jeden Fall einen Diamanten. Mal gucken, ob es noch mehr werden, aber das sieht nach einem aus nur. Könnte sein, dass tatsächlich nur ein. Ja, das ist ein Eier. Da habe ich gerade 6 Eier gefunden. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Einer ist mehr als keiner. Ja, tatsächlich nur einer. Zack. Haben wir. Da hat man ein Hühnchen. Ich bin echt auf die Twins gespannt. Es wird echt ein. Ich glaube, es wird echt ein. Das ist ein Kuh. Sehr, sehr schwerer Boss. Schauen wir. Morgen ist Taktik. Kuh. Komm! Zieh in meine Lederfarm. Fein, komm!
Achso, du bist ja Donnerstag auch da, Hauke, ne? Ja, genau. Freue ich mich schon drauf. Wieder rein. Geh wieder rein. Hau dich. Okay, geht nicht anders. Zurück mit dir. So, ich glaube, wenn ich die Tour zurück bin, dann ist es auch soweit. Ne? Schaffe ich das noch? Oh, 6 Minuten noch. Ich habe einen Huhn mit einem Ei abgeworfen und dann ist ein anderes Huhn gespawnt, glaube ich. Eine Frage an den Chat. Wenn ich eine Pickaxe Moment, der Satz war gerade aufgehört, weil ich Lava gefunden habe. Wenn ich eine Pickaxe. Was wollte ich sagen? Oh, jetzt habe ich es vergessen. Eine Pickaxe. Achso, wenn ich eine Pickaxe, die wie diese jetzt hier angebrochen ist von der Haltbarkeit, verzaubere, bleibt die Haltbarkeit dann oder ist sie vielleicht refreshed dadurch auch? Das ist meine Frage. Ich warte auf die Antwort. Ich denke, sie wird nicht gerefreshed, weil das wäre schon ziemlich aber könnte ja sein. Exploit. Sie bleibt damaged. Okay. Aber worth a try. Krass, dass es so große Diamantenadern gibt, aber auch einzelne. Ups, was war das? Chat sagt auch nur neue Sachen verzaubern. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung, da brauche ich Jan schon lange nicht mehr fragen. Der ist. Kann auch der ist raus. Hey, der Chat sagt halt immer so Sachen. Also ist jetzt kein Vorwurf, ne? Ihr seid natürlich sehr hilfreich, aber. Bitte nur blablabla bla bla machen und dann fehlt mir das, weil. Also quasi die Begründung. Das wäre ich super. Kann auch was Angebrochenes verzaubern und dann wieder reparieren. Ja, geht auch. Kein Unterschied. Ja. Auf jeden Fall hat Noah It's. Ne, It is Noah subscribe. Vielen, vielen lieben Dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Ja. Eine Tour ist echt die Pickaxe auch weg. Einmal hin und her. Ich glaube, Unbreak. Oh, Entschuldigung. Gesundheit, was wirklich Schlimmes passiert. Ich hoffe. Nee, was wollte ich sagen? Man kann auch Unbreakable enchanten und dann geht die gar nicht mehr kaputt, oder? Unbreaking, ich glaube, das ist dann nur nach einem Faktor. Also Unbreaking ist irgendwie, hat einen Faktor und der beeinflusst dann, wie stark oder schwach das ist. Das heißt, glaube ich, nicht, dass die gar nicht mehr zerstörbar ist. Also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das so ist. Okay, also im Endeffekt ist es, so wie ich das sehe, Lachs, ob du sie vorher reparierst oder nicht, weil die Reparaturkosten nicht steigen. Reparieren kostet mehr als neu herstellen. Also, aber verzauberte Sachen möchte man vielleicht behalten, deswegen reparieren. Ja, aber im Endeffekt, wenn er nur eine Axt hat. Es ging ja nur um die Reihenfolge. Ja, aber im Endeffekt ist es ja egal. Selbst wenn du Unbreakable drauf machst auf eine 1/4-Axt. Oder ob du sie vorher für 3 reparierst oder später für 3, ist ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil du hast es ja in dem Fall schon benutzt, so, also im Vorfeld benutzt. Oh, Freunde.
Warten? Oh shit. Das sieht nach einer Großnadel aus. Oh? Also vier haben wir schon mal. Wie viele hast denn du jetzt schon? Du hast richtig viele gefunden jetzt in letzter Zeit. Ich glaube, bei vier bleibt's. Okay, das macht Sinn. Okay, also du solltest es vorher reparieren, weil Gegenstände, die verzaubert sind, das kostet wohl zusätzlich XP. Okay, jetzt wird wieder gelootet. Hast du zugehört? Nee. Okay, nochmal. Man sollte die Sachen doch vorher reparieren, wenn es stimmt, weil die Gegenstände, die verzaubert werden, mehr XP kosten, wenn sie repariert werden. Okay. Diese Diamanten widme ich Klotz und Kante. Oh. Schon wieder welche gefunden? Yeah. I have an apple. I have a pen. Das war schön. So. Und damit komme ich auch zurück. Ich komme mit 13 Diamanten, Hauke. Nicht mehr und nicht weniger. Für mich. Ist das okay für dich? Wirklich krass, können wir richtig was draus machen. Diamond Shower. Eine klitzekleine Überraschung für dich. Okay, ich mag keine Überraschung. Die magst du bestimmt. Wir müssen noch eine Werbung machen, weil wir jetzt schon so lange keine mehr gemacht haben, liebe Freunde. Nee, doch. Das gefällt dir schon ein bisschen, oder? Ich hab's hier ausgebaut für dich. Werbung schaffen wir jetzt gar nicht mehr. Ja, das schaffen wir wirklich nicht. Wir machen nachher noch ein paar Werbung. Okay. Gut. Trust. Oh, das ist ja schön. Was denn? Ja, alles. Ich habe da unten ja auch alles ausgebaut für dich. Hast du das überhaupt gemerkt? Das ist jetzt eine Treppe und so. Ja, habe ich. Habe ich alles acknowledged. So, machen die jetzt auch Babykühe? Nee, dann müssen wir die erst füttern, aber wir haben nicht genug Zeug. Guck mal, hier vorne, das hab ich, können wir eigentlich mal richtig machen. Machen wir mal so. Das wird witzig. Pass auf, ich weiß, was gut ist. Ich brauche jetzt Zäune, sonst wird es nicht richtig gut. Für sowas muss auch Zeit sein. Darum spielt man kreative Spiele. Das ist korrekt. Ich möchte nur in einer schönen Welt den Enderdrachen noch tun. Wir müssen übrigens 23 Diamanten, Hauke. Boah, wirklich? Mhm. Was müssen wir denn daraus jetzt bauen? Am besten Rüstung wahrscheinlich schon, ne? Und Enchants. Ich würde das halt alles ausgeben direkt, oder? Mhm, vielleicht. Ja, aber Enchants, die brauchen wir gar keine Diamanten für. Wie? Ich dachte, für Enchants brauchen wir noch Diamanten. Nee, eigentlich nicht. Dafür brauchst du nur Lapis Lazuli. Davon habe ich auch einen Stack und 14 gefunden. Wir haben jetzt 2 Stacks Lapis Lazuli. Ist auch ganz ordentlich. Guck mal, hier hast du jetzt nämlich, komm mal raus. Ja, warte, ich sortiere noch kurz zu Ende. Als wir Eisen haben. Gold. Ja, Granit können wir auch lagern. Redstone. Zack, zack. So. Kohle behalte ich mal. Mhm, ich komme raus. So, jetzt hast du hier eine Eierschmalzplattform. Aber möglichst nicht auf die Hühner schmeißen. Da
habe ich da schon eins gespawnt. Hast du gesehen? Was, was? Was gerade in der Mitte gespawnt ist. Das kleine da, das habe ich gerade gespawnt. Krass. Ah, Mist, noch mehr nicht. Ich habe einen Huhn getroffen. Ja, das sollst du wirklich vermeiden. Ja, aber die droppen ja runter irgendwie, ne? Ich kenne die Flugkurve noch nicht. Schwierig. Hä? Das macht doch nichts. Wir haben uns ein bisschen vorsichtig, oder? Zack. Boah. Oh. Wir finden gegen den Zaun einfach. Hör mal auf! Ich versuche gar zu treffen. Das war geil, das kleinste Huhn getroffen. So. So, das war's. Mehr Eier haben wir nicht. Und die anderen Clipsis. Sind jetzt völlig verstört. Bitte, lieber Chat, Clipsis. So, lieber Chat, was machen wir am klügsten mit 23 Diamanten? Bauen wir uns A, eine komplette Diamantrüstung, oder machen wir B, weiß ich nicht. Übersehen wir was. Jetzt könnt ihr uns helfen. Das wäre sehr nett. Ich fülle mir kurz ein wenig Wasser in mein Glas. Was gerade wirklich ein Problem ist, dass wir kein Leder haben, um unseren Craft-Table zu verbessern, Crafting-Table. Das heißt, wir sollten eigentlich mal so eine Art Expedition machen, wo wir ein bisschen rumlaufen und einfach Kühe schlachten willkürlich. Mhm. Nicht unsere, sondern Fremde. Kühe schlachten finde ich immer gut. Ja, das war es eigentlich auch schon am Plan. Gut, erstmal brauchen wir jetzt, benutzen wir jetzt unsere Diamanten. Also du brauchst auf jeden Fall eine heile Diamant-Pickaxe, die du verzaubern sollst. Okay. Und Brüste, sagen die Leute. Chest-Pieces. Also, und Schwerter. Ja, Schwerter ist gut. Schwerter ist richtig gut. Gut, ich brauche ich werfe dir mal Sticks zu. Achso. Ich brauche erstmal Schwerter, weil die sind schön billig. Okay. Zwei? Reichen zwei? Ja, für jeden eins. Zaubern wir ja dann auch noch. Und Brüste. Wir gehen dann nochmal Brüste. Guck mal an die Bauteile. Ach da. Was ist das denn? Block. So, Hauke, wie geht eine Brust? Diamantblock? Nee, bloß nicht bauen. Nee, bauen wir natürlich nicht. Alles bis auf 8. Krass, Alter. Die sind so teuer. So, jetzt haben wir noch 3. Dann mache ich daraus noch eine heile Pickaxe. Weil die andere schon wieder fast broke. Und dann verzaubern wir die, ja? Ja, okay. Ja, Schwert wäre halt auch cool gewesen. Aber wir haben noch Schwerter. Okay. Ach, Schwerter hast du auch schon gemacht. Ja, ich habe jetzt eine Diamond Pickaxe neue, 2 Schwerter und 2 Brüste. Chestplates. Okay, perfekt. So, hier hast du deine Brust und dein Schwert. Geil. Aber das Schwert nicht immer benutzen, nur wenn es drauf ankommt. So. Ja. Sind ja auch immer schneller tot. Verzaubern nicht vergessen. Genau, wie verzaubern wir was? Warte mal kurz. Ich baue uns mal eben eine Truhe für Rüstungsteile, die wir gerade nicht mehr benutzen. Die stellen wir oben hin. Okay. Mal ganz kurz Pipi machen. Bitte? Die ganz kurz Pipi machen. Okay. Aber schön, dass du uns das sagst. Okay. Darfst du. Ist erlaubt. So, ich stelle die. Ach, hier oben ist ja schon so eine Truhe. Dann können wir das eigentlich super gut benutzen. Zack, das da rein. Das da rein. Das Papier ist hier oben auch. Gucke ich mir gleich in Ruhe an. Jetzt. So, ich würde eigentlich gerne unsere Dinger verzaubern, die Verzauberung verbessern, die wir machen können. Ich habe sowieso sau wenig EP, du hast wahrscheinlich mega viel. 24. Okay, ich will auf jeden 9. Fall die Pickaxe verzaubern. Ja. Ich würde um die zu mein Schwert verzaubern. Du kannst im Zweifelsfall auch mein Schwert verzaubern und dann, ne, gib's mir wieder. Geht auch. Ja, was braucht man denn zum Verzaubern? Nur den blauen Stein. Sekunde. Erstmal müssen wir eigentlich ein besseres Bücherregal bauen. Das wäre schon cool, wenn wir das könnten. Okay. Verfüge über mich. Ah, warte. Ich organisiere hier gerade noch ein bisschen alles. Nicht mehr irgendwo Kohle? Doch, hier war noch welche. Ich hab. Ja, Kohle habe ich irgendwo reingepackt.
Ja, ist die besser, wo du die reingepackt hast. Und die machen hier überhaupt, die können da gar nicht hin. Zack. Das ist echt gar nicht gewachsen da draußen, ne? Ja, fast nicht. Das tut sich kaum was. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Oder ist das schon fertig gewachsen so? Gelb, wenn es fertig gewachsen ist. Ja, aber ist das nicht gelb? Nee, bloß nicht abpacken, ist nicht fertig. Okay. Die Möhren sind dafür schon wieder fertig, da kann ich gleich schon noch rüber. So. Ja, ich komme hoch. Ich würde sagen, wir sollten noch Kühe schlachten, bevor wir alles fertig machen. Da sollten wir eben warten, bis Tag wird. Ja. Also erst nochmal auf Reise, ja? Nö, ich mache nur eben, ich hole nur die Möhrchen. Die wachsen hier absolut hervorragend, die Möhrchen. Das gefällt mir sehr gut. Hättest du eigentlich gerne Landwirt? Ob ich gerne Landwirt wäre? Ja, sagen wir mal, so richtig, ist er so richtig Landwirt. Oder wie du willst. Kannst auch Bio-Landwirt sein oder was auch immer du willst. Nee, ich glaube, das ist einer der härtesten Jobs, die du machen kannst. Und es ist halt echt repetitiv. Also ich könnte mir vorstellen, das mal irgendwie auszuprobieren für ein paar Monate oder so. Aber selbst Landwirt zu sein, ist, glaube ich, das sind ja quasi auch Unternehmer. Und das ist halt ultra hart. Ja, das glaube ich auch, das stimmt schon. Also hätte ich selbst, glaube ich, würde ich da irgendwann. Also ich würde mich halt auch über Progress freuen. Ich soll sagen, fertig. Was? Ich soll sagen, fertig. Keine Ahnung warum. Ich war gerade auf Klo. Sorry, Chat. Der Weizen ist fertig zur Ernte. Wie, der ist fertig? Denn der ist nicht fertig. Das ist nicht fertig. Hack mal einen ab. Und? Ist Weizen. Raus. Hast Weizen bekommen. Ist fertig. Ist fertig so. Ich dachte, vorher gelb. Ja. Außer der da. Der ist noch nicht fertig. Ja. Ist nur dumm. Scheiße, wir hätten die ganze Zeit welchen gehabt. Aber pass auf, da können wir unser Feld vergrößern. Ich habe noch zwei. Ich bin vielleicht blöd. So, warte. Zack. Zack, zack, zack. Wer hat jetzt Steam an? Yoshi wieder. Ich nicht, nee. Nee, Yoshi's Team hier ist noch an. So, und die zwei können wir noch an die Hühner verfüttern, bevor wir die gleich alle schlachten. Guck mal, zwei machen wir Hunger. Dürfen wir nicht alle schlachten? Nee. Warte mal. Oh, hier, jetzt geht's los. Da. Jetzt noch 10 Eier. So, jetzt können wir aber mal anfangen, welche zu schlachten. Ich schlachte die von hier und du holst das Zeug raus. Soll ich jetzt da reingehen? Nein, eins ist raus, egal. Egal, das ist dann, hat sich gerade freiwillig gemeldet. Für die Großen schlachten wir, ne? Ja. Darf ich auch eins töten? Ich soll sagen, zwischen Tisch und Bücherregal muss ein Slot frei sein. Jetzt ist, okay, jetzt reicht, glaube ich, ne? Ja, jetzt haben wir genug geschlachtet. Da kommt das hier noch, das guckt so dumm gerade. So, das war's. Zwischen Tisch und Bücherregal müsste, ja, das wissen wir, dass einer frei sein muss. Also komplett frei sein, weil das ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben. Das so frei Eck, sein, ne? Keine Ahnung. Nee, da ist keiner frei, wir haben es so auf Eck. Hm, kann ich den abbauen? Den Crafting Table bestimmt, ne? So, neu. Hier hin. So. Rein, zack. Ich habe zwei Federn übrigens bekommen. Das ist aber nicht viel. Ich habe 9 bekommen. Aber gib mal her. Da. Liegen auf dem Boden unter dir. Jetzt? Ja. Ui, das hat sich gelohnt. 44 Pfeile daraus kommt jetzt schon.
Gut. Und jetzt verzaubern. Ich habe noch keinen Bogen. Erstmal brauchst du, genau, du brauchst einen Bogen. Ich habe auch, mein Bogen ist so gut wie kaputt, leider. Kannst du ja reparieren. Ja, kann ich nicht. Ich weiß nicht wie. Ich habe eben schon mal gefragt, aber vielleicht haben wir die Antwort nicht vorgelesen oder es gab keine. Wisst ihr, wie man einen Bogen repariert? Ich warte nochmal auf eine Antwort. Schön Ordnung halten in der Kiste. Wir sollten auf jeden Fall, bevor wir kämpfen gehen, halt entweder direkt verzaubern oder unsere Rüstung erstmal wieder ausziehen, damit die keine Haltbarkeit verliert. Wird eine Babykuh? Ich kann nichts sehen. Wir wollten noch mehr Bücherregale machen. 15. Bogen muss mit Bogen repariert werden. Mit einem weiteren Bogen. Das ist voll wenig nur. Das kostet ja auch EP. Aber wir haben nur 2 Spinnenfäden, mehr haben wir nicht. Ist natürlich jetzt blöd. Müssten wir jetzt entweder Spinnen farmen. Ich mach jetzt einfach, zack, nehmen wir schon mal einen. So, wir müssen jetzt, ist jetzt Tag schon? Ja. Kühe jagen. Ja, dann lass aber die Chestplate wieder ausziehen. Hast du deine andere noch? Warum? Die soll keine Haltbarkeit verlieren, bevor wir sie verzaubern. So, weil das gut ist. Achso, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, okay. Ich bringe mal deine mit hier um. Jetzt klar, doch, ja, dann. Hier, da ist sie. Und dein, nicht dein Diamond-Schwert benutzen auch, ne? Jawohl! Du hast nie hingetan. Achso, hier. Hä? Nee, das ist deine Diamond-Schwert. Warte mal. Kuh, einfach Kuh. Da. Einfach Kuh. Das ist die, oder? So. Okay, dann das auch noch. Was gehen wir jetzt jagen? Kühe. Kühe, erstmal auf dieser Insel, ja? Wenn ich richtig an der Wand da drüben noch welche, genau. Wird es gerade schon wieder Nacht? Wird sogar schlechtes Wetter jetzt, glaube ich. Ups. Das ist blöd verlaufen. Ich dachte, hier wären noch Kühe gewesen. Was war das? Falldamage? Ja, gefallen, ja. Haben gerade einen guten Einwand. Pilze. Und zwar haltet doch die Diamantsachen an, weil es halt eure Lebensversicherung sozusagen. Ne? Ja, aber nicht bevor wir die enchanted haben. Haben wir doch. Hier ist irgendwo ein Bogenschütze. Ja, er meint nur, wenn wir sterben, ist halt blöd, ne? Aber muss hier kurz kämpfen. Wo denn? Ja, nur ein Skelett. Ich hoffe, dass nicht von hinten jetzt ein Creeper kommt oder so. Wie viel Leben hat denn der? Nein, scharf, scharf. Hallo, oh, Mieten, wenn wir schon mal hier sind. Bist du auf die Insel raufgegangen? Nö, ich miete hier nur alles um. Oh, hier ist eine Kuh. Alle Kühe schlachten, ja? Ja, alle Kühe schlachten. Oh, direkt Leder gegeben. 2 Stück, krass. Einfach alle Tiere schlachten. Alles, was du an Tieren findest, wird abgeschlachtet. Und danke Baschkug für den Resubscribe für 3 Mann, Monate. Pass auf, dass du da nicht runterfällst. Vielen Dank für den Sub. Weil da bloß nicht rein. Ja, ja, ich hab's gesehen. Bin mir nicht auf den Kopf gefallen, ne? Wir gehen mal hier im Wasser weiter. Aber ich dachte, wir wären hier letztes Mal langgefahren mit dem Bötchen, hätten da ganz viele Kühe gesehen. Ja, ich glaube, die Kühe sind noch immer woanders. Das Gebiet doch wieder verlässt. Da ist auf jeden Fall ein Schwein. Hier sind richtig viele. Geben Schweine gegen kein Leder, oder? Nö, nee, aber wir haben auch abgeschlachtet. Brauchen noch essen. Blöden Schweine. Oh, hier ist noch ein. Alter, hier sind überall so Schluchten. Voll gefährlich. Das Dümmste wäre, wenn wir irgendwann am Fall damit sterben, ey. Ich glaube, der dümmste Tod. Eine Kuh. Noch eine Kuh, geil. Hoppa. Noch eine. Dann eigentlich irgendwo so eine Prärie finden. Da gibt es auch Pferde und so. Und beim Möhrchenfarm gut Pferde züchten.
So, ich habe 4 Leder und du? 2. Ich habe nicht so viel bekommen, wie ich gehofft hatte. Wirklich, wirklich alles, ne? Auch die Schweine und so, weil dann die Nahrung rechtfertigt das Rumgerenne hier. Ich töte alles, was ich sehe. Diese 2 Schafe töte ich. Die Wolle und auch die Hammelkeulen gebrauchen. Finde ich gar nicht mehr. Halt, diese raffinierten Viecher. Ich weiß gar nicht, ob du vor oder hinter mir bist gerade. Ich bin ganz weit weg, glaube ich. Hm? Ich bin ganz weit weg. Also ich weiß, wo ich bin, aber... Jetzt aber auch keine Fackel, ne? Oh, haben wir hier. Leider nur Schweine und... Hühner und Schafe, aber keine Kühe. Hühner auch immer mitnehmen können, ja, ja. Da brauchen wir auch die Federn. Ich nehme alles mit. Ist wirklich, ich habe hier gerade so einen Bauernhof gefunden, aber ohne Kühe. Was denn? Was denn? Ich habe ein Hexenhaus gefunden. Und nee, geh da weg, Hauke. Keine Hexen. Das ist da hinten ganz weit weg. Also das ist da auf dem Meer quasi. Das bringt uns nichts. Da wollen wir nichts von wissen vom Hexenhaus. Weiß ich nicht. Fragen, was sollen die Leute mal sagen? Bringt ein Hexenhaus irgendwas? Oh, hier ist ein Dschungel. Da gibt es Kakao. Machen wir aber nicht. Chat, bringt uns ein Hexenhaus was? Nicht Loot oder so? Mm-mm. Da kommt nur eine Hexe raus, vergiftet dich und du bist tot. Ich sag's dir. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, ja. Deswegen frage ich ja, ob es irgendeinen Sinn gibt. Also, Buch, also so richtig viele Bücher, Leder habe ich hier nicht rausgeholt, irgendwie aus unserer Tour. Ich finde auch keine Kühe mehr. Kommen wir jetzt nach Hause. Geh schon nach Hause? Also nochmal, bis es dämmert. Komm. Okay. Wir sind noch gute Quips. Dann gehe ich aber nochmal in eine andere Richtung, weil hier ist einfach nichts. Ja. Die Insel sollte ja rund sein, oder? Also. Oder geht die irgendwo ins. Ist das eine Halbinsel? Nee, die hat auch überall Ecken und Kanten und hier einen Zacken und da einen Zacken und so. Also solltest du schon gut überlegen, dich drauf zu verlassen, ob die Insel, dass die Insel rund ist. Alter, die sind ja 1 Million Schweine. Naja, noch. Ich glaube, ich bin einmal rum. Das sind wieder Fackeln von uns. Nein, dann. Ich habe halt, als ich rumgefahren bin, den Fackeln gesetzt. Spinne. So, die brauchen wir auch für die Bögen. Hm. War doch auch noch ein Schwein. Nee, nicht die Wolle wegschmeißen. Gott, ich habe nichts zum Wegschmeißen. Katastrophe. Was schmeiße ich hier von weg? Ich weiß nicht was. Oh Gott, ich bin überfordert. Kann ich die Pilze wegschmeißen? Brauchen wir Pilze? Nö, nee, brauchen wir nicht. Glauben. Da ist ja der Zombie. Stell dir mal vor, du bist eine Kuh. Und siehst uns so durchs Unterholz preschen, so auf ganz weite Entfernung. Oh Gott, das sind die Typen. Versteck durch. Ah, nee, ich bin doch nicht einmal rum. Ich glaube, hier sind wir nur mal angelegt. Oh, da fällt mir gerade was ein. Irgendwo sind wir am Boot vorbeigekommen, ich glaube da hinten, und da gab es auch ganz viel Kühe. Ah, ich glaube, Schweine lohnt sich jetzt gar nicht mehr zu töten, oder? Ja.
Dicht, nicht dicht. Boah, ich habe 41 Schweinekeulen. Fuck, ich brenne. Fuck, ich sterbe. Hauke, was kann ich machen? Mit Wasser, du kannst nicht sofort, du stirbst nicht sofort, nur weil du brennst. Und wie hast du es geschafft? Ich lebe noch. Ja, dann ist jetzt so, dass du wieder voll bist, regenerierst und dann komm endlich nach Hause. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Aber du bist nicht tot. Nee. Ich habe gedacht, man, wenn man brennt, dann stirbt man einfach. Oh Gott. Nee. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, ohne Mist. Ey, man stirbt nicht sofort, wenn man brennt, keine Ahnung. Okay. Ich bin an einen brennenden Zombie gegangen. Also mit Brennen kennt sich Gina aus. Alter. Fang in Forest. Ich komme wieder zurück. Ich will nicht sterben. Strafe für Niklas. Fürs Brennen. Ist Gina oder schon mal verbrannt? Forest? Ja, in The Forest, der brennt halt in jeder Folge. Das ist so geil. Er nimmt ein Feuerzeug in die Hand. Vor immer. Oh, ich brenne. Die Folge fängt halt an und Dino brennt. Oh, jetzt wird es auch Tag. Ich glaube, ich schaffe das. The Forest ja auch letztens gespielt mit Leuten hier aus dem Curse. Ja. Aber wir haben noch ein zweites Mal spielen können, weil ich da nicht mehr konnte. Ich glaube, ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr zurück, bevor es Dings ist. Wenn du Hilfe brauchst, dann schrei und dann gucken wir mal, es weitergeht. Wir müssen mal RP-mäßig Conan spielen, Hauke. RP-mäßig Conan spielen? Ja, Conan Exile, also nur mit das ist mein Laden, verschwinde von meinem Laden. Wie viel Schnüre brauche ich denn für den Bogen? Eigentlich 3 wahrscheinlich, ne? Ja, bestimmt 3. Ich habe gerade so einen Herzinfarkt bekommen. Ich komme da noch immer nicht drauf klar. Ich möchte einfach, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Ich habe mich so sicher gefühlt. Und dann das. Wie viel Leder hast du? Noch immer 2. Ich habe nur diese beiden Kühe gefunden, die 2 gedroppt haben. Das war's. Sonst habe ich nur Schweine und alles andere gefunden. Oh, bin ich gerade glücklich, unser Haus zu sehen. Ey. Das reicht, glaube ich. Dann können wir noch 2 Bücherregale. Ah, nee, doch, hier ist ja noch 1. Ich war noch nie so glücklich, nach Hause zu kommen. Oh. So, wo soll ich denn das Zeug reinlegen? Federn. So, kannst du mir einfach alles mir geben. Ich baue das Zeug. Federn, Knochen, ein Spinnauge, 2 Fäden, 2 Leder. Mehr habe ich nicht. Das ist meine Ausbeute. Okay. Und 17 Porkchop habe ich. Ja, dann hier im Ofen sind schon welche. Klar, alles rein da. Wo ist unsere Essenskiste? Das ist die große, deine Ecke. Die hier? Ja. Ja, genau, und da dann alles sinnvoll einsortieren. Versteht dich. Jojo. Krasses Schweinefleisch, ey. Wir haben für immer was zu essen. Ach, Nachhaltigkeit ist einfach dumm. Einfach alles abschlachten. Dann nimmst du erstmal alles raus. Schweinefleisch, richtig was zu mampfen und stopfst du erstmal alles raus. Ja, aber guck mal, wie viel da noch in den Öfen drin ist, ganz ehrlich. Da kriegt halt jeder einen Stack raus. Warte, habe ich jetzt genug? Ja, noch genug Bücher für noch ein Regal. So, lass enchanten jetzt. Ja, warte, jetzt, ich mach doch schon. Mach keinen Stress. Jetzt nehmen wir uns hier ein bisschen Platz. Was bringen denn überhaupt Bücherregale, du? Sind die Verzauberung besser? Wenn da mehr drumstehen? Oh, ja, Unbreaking 1 kann ich jetzt, Knockback 1. Das ist, aber das ist ja alles wieder nur Stufe 1. Wie werden die denn besser? Das verstehe ich gerade nicht. Chat, was muss Hauke besser machen? Ach so, pass auf, man kann Waffen miteinander kombinieren, glaube ich, und dann werden die Verzauberungen besser. Ich glaube, Jens hat Jo gesagt, aber ohne Mikro, ich bin mir nicht sicher.
wahrscheinlich. So, ich habe meinem Diamantschwert jetzt einfach mal Unbreaking 1 gegeben. Objection 1. Hast du mit uns geredet? So. Slapislazuli, kannst du mal auch gucken, wie du verzaubern kannst. Also ich habe meinem Schwert Unbreaking 1 gegeben und meiner Brust Armor Plus. Ja, aber ich habe Yoshi hier nicht. Warte mal kurz, Hauke. Ich muss mal kurz klären. Wie finde ich denn Yoshi? Ich muss mal kurz Yoshi auf Curse adden. Ist Yoshi Mod? Ja, da. Yoshi, nimm mal meine Freundschaftsanfrage an, bitte. Das dauert kurz. Nimm die Maus mit rüber. So. Was soll ich. Kann ich die Pickaxe jetzt enchanten? Ja, tu mal deine Pickaxe rein und dann Lapis Lazuli. Kannst es so viel. Einfach tu ein Stack rein, dann sagt er dir, wie viel du brauchst. Wie bietet er dir denn an? Effizienz 2. Oh, geil, dann hast du genug Erfahrung für Besseres schon. Ja, dann. Unbreaking 1 oder Effizienz 1? Efficiency 2, dann geht es halt noch schneller. Ja, aber die wird ja trotzdem. Ja, aber trotzdem immer die bessere Verzauberung würde ich nehmen. Okay. Warte mal, wie repariere ich nochmal einen Bogen? Das habe ich jetzt nicht mehr ganz. Achso, mit noch einem Bogen, ne? Haben wir nicht. So. Ich habe nur so einen halb kaputten Bogen leider, aber ich droppe dir den trotzdem mal. Die Brust kann ich nur Protection 1. Mache ich einfach, ne? So, Jens ist raus für heute. Tschüss, Chat. Tschüss, Hauke. Tschüss, Jensi. Hauke, eine Frage. Ja. Es gibt ja diese 1, 2 und 3 Stufe, ne? Ja. Was ist die Zahl rechts? Die grüne? Zwei. Das, was dich das kostet. Ja, aber ich muss hier für die gleiche Verzauberung verschieden viel bezahlen. Ja, das ist, glaube ich, immer so. Das heißt, also. Ich bin mir da nicht 100% sicher, ne? Ich raff's halt auch nicht alles da richtig, weil so gut bin ich nicht. Aber ich sehe das doch hier richtig. Das ist nur. Ich mache einfach den. Der ist am günstigsten. So, Protection 1. Dann, was verzaubern wir denn noch? Das Schwert. Unbreak. Wo? Bane of Arthropods kann ich. Was ist das? Oder Smite? Das ist glaube ich, Spinnenbann oder so. Smite ist, glaube ich, gut, aber ich weiß es auch nicht sicher. Jetzt haben wir den Chat nicht mehr dabei. Warte mal, ich kann den, glaube ich, hier aufmachen. Tschüss, Jens. Wollen wir eigentlich heute noch in Neta, oder? Nee, wir machen das jetzt fertig und dann ist Feierabend. Und dann sind wir beim nächsten Mal top equipped. Und dann machen wir uns das nächste Mal genau einen Plan, was wir im Neta denn wollen. Und dann geht der Scheiß ab. Ja, wissen wir ja. Also, okay, ja. Wir wissen ja, was wir im Neta wollen eigentlich. Ja, ich weiß es halt noch nicht. Das müssen wir. Also, wir sollten uns wirklich dann genau ins Detail überlegen, welche Items wir für wie viel brauchen. Ja, Jens, bedien dich du an der Chipskiste. Da wollte außer dir noch niemand was von. Ganz ruhig alles mitnehmen. Nee. Es reicht nicht für Chips. Nee. Tschüss. Tschüss, Jens. So, jetzt bin ich an hier im Twitch angekommen. Was war unsere Frage? Achso, Bane of Arthropods oder Smite? Leute. Hat noch keiner geschrieben. Das dauert einen Moment, ne? Hey, Tagesziel nicht erreicht, schwache Folge. Ich hatte das Tagesziel 10 Diamanten, ich habe 20 gefunden, Junge. Und ich wollte doch nur
Might, weder noch. Unbreaking, gar nichts. Keins von beiden. Smite und Strafe. Ach so. Smite, keins. Wenn er sagt, beide Scheiße, dann mach nix. Nochmal raus und neu rein, okay. Und dann kommen andere Vorschläge. Das wusste ich auch nicht. Nö, ist genau das gleiche. Ausloggen, einloggen, meinen die. Ui, guckt euch doch zum nächsten Mal an, welche Verzauberung ihr wollt, und dann verzaubert Bücher. Niklas reported. Ja. Aber wir können die Bücher gerade nicht verschwenden, wir brauchen die. Also wir brauchen die Bücher einfach gerade noch, weil wir daraus ja Dings machen wollen. Noch Bücherregale, damit wir bessere Verzauberungen kriegen. Ja, Yoshi, wenn du mir zuhörst, du musst einfach meine Freundschaftsanfrage annehmen von bonjour.de2 und dann kannst du mit in den Call. Ja, gut, also entscheide ich das jetzt nicht, oder was? Das Schwert? Ja, weiß ich nicht. Wenn du keine gute hast, wenn der Chat sagt, es ist nicht gut, die haben ja mehr Erfahrung als ich. Dann nicht. Dann warten wir. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen beim nächsten Mal. Ich habe einen Bogen, der ist aber nur halb haltbar. Wie baut man einen Bogen? Ich würde gerne einen. Brauchst du drei Spinnenfäden für? Drei Spinnenfäden? Haben wir nicht. Also ich habe es zumindest nicht und ich glaube, du hast es auch nicht. Also soll ich denn mit einem halbgaren Bogen in Nether? Meinst du, das geht klar? Boah, keine Ahnung. Ja, wir können auch versuchen, dir noch einen zu bauen. Du kannst auch einfach angeln, bis du einen kriegst. Das dauert doch viel zu lange, oder? Keine Ahnung. Du hast mehr. Also ich habe letztes Mal innerhalb von 5 Minuten 3 Bögen geangelt oder so. Kannst dich auch jetzt noch mal kurz hier hinstellen. Wir philosophieren ein bisschen und währenddessen angelst du. Okay, dann angel ich noch ein bisschen. Und nächstes Mal machen wir ein bisschen Action. Ja, nächstes Mal, da geht es wirklich um die Wurst dann wieder. Ja, diesmal hatten wir echt eine sanfte Folge, ne? Weil wir so ein bisschen entspannt machen konnten, weil wir halt gesagt haben, wir machen jetzt mal auf sicher. Ja, finde ich gut, dass wir uns dazu entschieden haben. Ich habe halt schon eine verzauberte Brust. Ich habe Protection 1 auf meiner Chestplate. Mein Schwert habe ich Unbreaking 1. Ich hoffe mal, das ist beides ganz okay, sagt der Chat. Mein Helm habe ich noch gar nichts, glaube ich. Nee, habe ich noch nichts. Ja, aber Unbreaking 1 könnte ich auch auf mein Schwert machen. Nee, muss der Chat sagen. Die wissen das halt besser, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Die sagen halt keins davon. Guck beim nächsten Mal nochmal rein. Und du hast das Lapis Lazuli noch in der Tasche. Ja, stimmt. Schlimm, aber... Gut, was braucht man denn aus dem Nether? Weißt du das aus dem Kopf schon? Was war das? Okay, ich habe ein Enchanted Book gefunden mit Smite 4, Looting 3. Sowas kann man angeln? Oder Flame. What the fuck? Wie? Das alles kam aus dem Buch? Ja. Oder... Die drei sind da wohl drin. Ich hole mir mal die andere Spinne, ich will auch eine Angel. Flame? So. Der steht, lol, WTF. Alter, geiles Buch. GG. Und wir machen die ganze Kacke hier. Wir hätten einfach Angeln bauen sollen in unserer Fischer. Alter, Niklas ist der krasseste Lacker ever. Also ich habe letztes Mal einen Bogen rausgeholt, drei. Einer war verzaubert, glaube ich, und der ist sofort kaputt gegangen. Wie? Ich bekomme alles davon? Ja, das bekommst du alles. Ich sage, das ist nicht oder. Okay, wie benutze ich das? Einfach rechtsklick drauf? Zusammen gehst zum Zaubertisch. Nee, gehst zum Armor Stance. Also zum, ach Quatsch, zum Armor Stance. Zum Amboss? Amboss. Packst da die Waffe rein und das Teil und dann war's das. Dann kriegst du das. Wenn ich das richtig sehe. Ja, aber Flame fehlt. Oh, das ist ja unverschämt. Also Smite 4 und Looting 3. Ey, was? Ist das so richtig? Also, ich muss warten, was der Chat sagt. Nicht auf Schwert, schreib aber nur einer. Auf Pickaxe. Okay, dann machst du auf die Pickaxe. Flame ist nur für Bogen. Das
So. Okay. Ja, Freunde, auf was mache ich das am schlausten? Da machen wir jetzt noch eine Curse-Abfrage, Dings zu. Oh, fuck. Ich hoffe, ja. So. Ja, ich will noch eine Spinne finden. Also. Events. Und ich habe einen zweiten Bogen gebaut. Das Buch auf was? Schwert. Pickaxe. Oder Bogen. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Schwert führt. Also eindeutig führt Schwert. Bitte nur abstimmen, wenn ihr auch ein bisschen Ahnung habt. Also Schwert ist jetzt 27 zu 15 Pickaxe. Das war Yoshi. Ich bin nur ein bisschen konzentriert, weil ich gerade quasi einen Tunnel baue, wo wir in Zukunft Monster farmen können. So, also es ist jetzt völlig egal, was das Schlauste ist. Ihr habt abgestimmt. Schwert gewinnt. 34 zu 17. Ich habe keine Ahnung. Ich vertraue euch da und werde das jetzt so machen. Ich habe jetzt ein Schwert mit Smite. Smite 4. Ob ihr wollt und nicht. Und Looting 3. Gut. Das ist doch schön. Das Looting nicht, man kriegt mehr Loot. Smite für Nether übrigens. Wurde hier im Chat auch noch geschrieben. Smite ist einfach, das macht Schaden halt. Das weiß ich nicht mehr. Pickaxe genau, ins Gesicht, machen. Smite in die Unterhose. Wurde ja auch noch vorgeschlagen. Gut, dann angle ich noch eine Runde. Krass, ey. Finde ich da so ein Buch. Ein armer Loser. Sorry. Mit meinen Crap-Items rum, wenn ja, du dich kannst da dich, suchst. Du kannst dich in mir sonnen, in meinem Schatten. Ja gut, machen wir gleich Feierabend. Ja, müssen wir, ne? Noch ein Eimer angeln. Einmal. Das ist der letzte Wurf. Boah, siehst du, da ist wirklich ein Stück Holz drin geblieben in diesem Kack. Wollen ja nicht zu viel verlangen hier. Wir hatten heute Fisch. Haben wir was? Nö. Nur Fischis. Müssen wir ein bisschen mehr Fortschritt machen auf jeden Fall. Also war gut heute, gerade so vom Equipen und so, aber... Also ich finde, wir haben heute gut Fortschritt gemacht. Ja, das stimmt. Wir haben halt viel soliden Kram gemacht. Ja. Und beim nächsten Mal, genau. Wir machen uns genau einen Plan, was wir brauchen, bevor wir in Nether gehen. Ja? Ja, also ich habe einen Bogen mit 40 Pfeilen, das solltest du auch haben. Ich habe 42 Pfeile, ja. Ich habe eine Dia-Rüstung, ein Dia-Schwert, ein Dia-Helm. Ja. Und eine Pickaxe haben wir auch, falls wir irgendwas abbauen müssen. Ich habe noch einen Bogen mit Power plus 1. Will ich einmal im Nether gucken? Nee.
Nur gucken, was da ist. Ah, nein, das heben wir uns für nächstes Mal auf. Sonst gehen wir rein und sagen die, ach komm, lass doch mal da um die Ecke gucken. Oh, wollen wir nicht nochmal da hin und gucken? Nee. Das Gute, komm, wir können oben uns vorm Netherportal, können wir uns kurz hinstellen, uns das Wabern noch ein bisschen anhören. Nee. Also, da gehen wir das nächste Mal rein. Matteo schreibt hier, am Freitag geht Klotz und Kante Staffel 3 weiter. Es wird niemals eine vierte Staffel geben. Das ist aber traurig, dass das Format nach der nächsten Folge bereits abgesetzt wird. Weil ihr das nicht schafft. So, Hauke. Wir können zum Abschluss schmeiße ich nochmal eben 10 Eier. Okay, ich gucke dir dabei zu. 1, 2, 3. Da war eins. Jetzt wird es aber schwer. Oh. Was? Zwei Hühnchen. Gute Ausbeute. Ja, guck mal, wie viele Kühe wir schon haben. Ja. Mein lieber Scholli, das ist ordentlich Leder. Wenn wir so 10, 20 haben, dann schlachten wir welche. So, und beim nächsten Mal gehen wir direkt in den Nether. Okay, warte, dann lass mich aber vorher noch eben einmal gucken wegen Möhrenernte. Genau, nimm dir auch schon genug zu essen im Inventar. Nächstes Mal geht's los. Jetzt können wir hier nochmal. Ja, fast. Kannst fast voll machen, das Feld. Die Möhreninsel ist damit auch fast fertig. Gut, können wir ganz rauf. Guck mal, ich bin auf unserem Dach. Ist ja schön, dass du noch eine Leiter ganz nach oben gebaut hast. Ich dachte, falls du mal oben gucken will. Ja, ich guck gerade über unser Reich. Finde ich wirklich schön, ne? Oh, ich habe einen Bund weggeschubst. Das Bootsystem wäre toll. Ich würde am liebsten viel mehr Boote fahren, aber man kann nicht alles haben, ne? Ein Kessel sollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Stimmt. Ja, stimmt. Gute Idee. Da haben wir auch mehr als genug. Sollte auch jeder einen von haben. Den bauen wir nochmal eben. Ja, am besten zwei direkt. Habe ich gerade. Ich habe eh genug Eisen. Ich baue uns beiden ein. Rüstung, die... Achso, die normale Rüstung auch verzaubern. Wird hier auch noch vorgeschlagen, ja. Hab ich auch schon. Ich habe alles andere noch gar nicht verzaubert. Ich habe alles verzaubert. Auch die Hose und die Schuhe. Protection, ja, habe ich alles verzaubert. Das Schild auch? Schild? Nee, jetzt geht glaube ich nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich probiere es gleich mal. So. Projektil Protection 2 oder Unbreaking 1 auf die Hose? Ja, weiß ich nicht. Projektil Protection, ne? Letztes Mal sind wir an Projektilen gestorben. Aber ja, Unbreaking ist jetzt auch nicht so wichtig, weil. Sachen ja, ist halt eben nur Eisenscheiß. Das. Ist eh nur Eisenscheiß. So, und dann brauchen wir natürlich noch Wassereimer. Da habe ich uns welche voll gemacht, habe ich nicht hingetan. Schild geht nicht. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann hast du hiermit noch deinen Zack. Zack. Ich habe ganz viele Wassereimer, du. So, dann tu die einfach da in die Kiste. Ich hatte schon 3. So, dann 64er Stack Eisen solltest du, Holz solltest du mithaben, man weiß ja nie. Stimmt. Damit Essen sollten wir mithaben. Kohle sollten wir mithaben, falls wir noch Fackeln nachproduzieren müssen. Ja, ich habe einen Stack Fackeln auch. Nehmen wir uns der Kohle mit. Reicht, wenn einer das mitnimmt. Eisen habe ich mit. Holz. Auch ein Stack. Haben wir. Kurz mal in den Chat gucken, ob wir was vergessen haben. Der Schild. Jetzt darf ich meine ganzen guten Sachen anziehen, richtig?
Protection stacked übrigens nicht, wird hier geschrieben. Okay, ach so, Protection 1 braucht man also nicht mehrfach haben. Ja, anscheinend. Okay, mein Helm hat Protection, Projectile Protection und Aqua Affinity. Keine Ahnung. Ich glaube, das war auch ein Buch, das ich geangelt hatte. Mr. Lappen regt sich auf, weil das voller Noob-Chat ist. Finde ich aber nicht so nett. Der Chat hat uns voll geholfen schon. Das ist einfach der oberkrasseste absolute Minecraft-Gott. Ja, aber wer am lautesten schreit, der wird nicht am lautesten wahrgenommen. Playboy mitnehmen wird hier auch noch vorgeschlagen. So. Feuerresi für Nether, keine Ahnung wie. Ja, noch ein Hühnchen. Aber so wenig Erfahrung hier oben, ne? Für ein paar Hühnchen, die ich irgendwie mache und so. Wir können nicht wirklich noch was jetzt. Wir sind, glaube ich, echt gerade gut auf. Wir sind auch einigermaßen gewappnet. Du hast einen Bogen auch, ne? Kannst theoretisch nur einen Bogen mal gucken, was du da für eine Verzauberung drauf kriegen könntest. Ja, mein Bogen ist aber auch nur halb fertig. Aber schadet ja nichts, mit mal zu gucken. Ja, guck du mal erst. Ich brauche ein bisschen, ich habe keinen Lapis mehr. Erde oder Cobblestone mitnehmen? Ja, stimmt. Ich habe meinen Bogen schon, ich habe Power 1 drauf. Wir sollten vielleicht hier dann Stack Cobblestone. Ja, ich habe Cobble, habe ich, 64. Der hört nämlich auch mit. Lapis ist unten im Notfall auch noch. Ich habe es jetzt aber mal hier reingetan. Bogen. Power. Ja, komm, machen wir. Wie viel? Power 1. Guck mal, wenn du verzauberst, siehst du das aus den Bücherregalen? Liegen Sachen dahin. Dem aber nicht. Zählt das überhaupt? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich baue das mal neu. Ich setze mal anders auf. Ich glaube, irgendwas war da nicht gut gemacht. Gut, Hauke. So, ich glaube, wir haben es. Nö. Ist ja eigentlich, das steht da, dann kann das da hin. Fliegen da auch Buchstaben raus. Der Chat, der sagt übrigens, dass wir das niemals schaffen werden, einer von uns den Enderdrachen zu töten. So ein bisschen ja, die Meinung. Den Enderdrachen glaube ich auch so noch lange nicht, ne. Wir werden halt noch oft sterben und die Staffeln werden immer länger gehen, weil wir immer vorsichtiger werden. So die allgemeine Meinung. Also den Enderdrachen, ich gehe da nicht rein, bevor nicht alles mindestens 4-5 verzaubert ist oder so. Irgendwie die Hände voller Tränke haben und geübt haben, das geht nicht mehr. Aber ich glaube, auch dann schaffen wir den nicht. Deswegen finde ich diese ganze Bestrafungsregelung ja auch so absurd, weil es einfach immer nur dazu führt, dass alles noch krasser und noch krasser werden muss. Ja, wir müssen halt gute Strafen, die halt auch dem ganzen Streaming weiterhelfen gleichzeitig. Uns immer überlegen. Okay. Ach, du bist da ganz oben drauf. Dann haben wir genau. Noch ganz oben. Achso, ich bin auch da hochgegangen, weil ich hier, glaube ich, Fackeln stellen wollte, damit hier keine Monster spawnen. Jetzt. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Schauen wir uns nochmal um. Alter, guck mal. Ja. Sieht schon fast aus, als ob wir eine Ahnung hätten, wie man überlebt. Hä? Also wir haben echt was geschafft schon. Muss man auch mal festhalten. Freue ich mich drüber. Ist okay, ja. Wir sind perfekt ausgerüstet. Ich würde sagen, wir loggen uns jetzt aus. Disconnect. Ja, ich auch. Und das war's denn mit dieser Episode von Troll und Knochen. Also mir, Niklas und dem Hauke dort. Bis zum nächsten Mal im Meta. Vielen Dank, Hauke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Genau, nächstes Mal rocken wir dann den Meta. Niklas, sollte man auch nicht vergessen. Bitte? Vielen Dank auch an dich, Niklas. Sollte man auch nicht vergessen. Nimmst du ja auch schließlich immer Zeit für uns? Ja, das ist ja, mein Leben. Ich nehme mir keine Zeit. Das ist einfach alles so. Das ist okay. Aber trotzdem, ich bedanke mich für den Dank.
Und das war's denn mit Troll und Knochen. Ja, schaltet, ich glaube, Freitag ein, um circa 18 Uhr, wenn ihr wissen wollt, wie man nicht Minecraft spielt, denn dort sind unsere Rivalen Klotz und Kante unterwegs. Ja, das war's. Wieder Meinst schauen. Du, die kommen so weit wie wir? Die gucken ja immer ab. Ja, die verbrennen lieber ihre Hunde. Wir schauen, ja, reingehauen, letzten Worte gebühren wie immer Hauke. Vorbereitung ist die Mutter der Diamantkiste. Matteo. Ja? Wie gefällt dir dieses Video? Ist schon sehr gut. Oh, dann drück mal hier, da unten, da kannst du den Daumen hoch drücken. Oh. Drück ihn mal hoch. Ja. Ja, hoch. Oh, nice. Ja. Erledigt. Sehr gut. Und jetzt? Was? Schreib's auch noch einen Kommentar. Oh, komm. Ja. Okay. Eure Videos machen mir jeden Tag Spaß. Bitte macht weiter so. XOXOXO. Nice. Und jetzt? Pass auf. Abonnieren jetzt. Wir? Ja, wir abonnieren. Okay. Wir können abonnieren. Wo da, geht das? Guck, da. Ah, da. Warte. Ja. Drück drauf. Ja, komm. Drauf. Wow, das nice. Ging auch super leicht. Und es war kostenlos. Und du verpasst jetzt keine Videos mehr von uns.